herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht. Mein Name ist Florian Bold. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zur neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Marion Ebenauer. Also es gibt dieses Mal wieder ein Interview und dieses Mal eben mit Marion, einer sehr sympathischen österreichischen Winzerin aus dem schönen Weinviertel nordöstlich von Wien gelegen. Ja, das war ein sehr launiges Interview. Wir verkosten insgesamt 5 Weine. Marion hat mich auch mit ihrem Charme ein, zwei Mal durchaus an die Wand gespielt. Gleich am Anfang werdet ihr es merken. Aber das ist einfach die österreichische Mentalität, den österreichischen Charme, den ich so sehr schätze. Ja, Marion ist ihres Zeichens eine biologisch arbeitende Winzerin, biodynamisch arbeitende Winzerin und zählt mit ihren Produkten allen voran den grünen Veltlinern, aber auch einigen Burgundersorten zu Österreichs Spitze, allen voran ihre Blackline, die ich dann auch dieses Mal wieder eine kleine Premiere im Nachgang dieses Interviews noch extra verkostet habe, weil der Wein, wie sie mir dann im Interview gleich erzählen wird, belüftet werden muss. Deswegen habe ich mir dann extra die Zeit genommen, den grünen Veltliner aus ihrer Blackline in eine Karaffe zu geben und dann innerhalb von 7 Stunden dreimal den Wein verkostet. Und das gibt es dann, wie gesagt, im Anschluss an das Interview. Dann nochmal ein Hinweis zu meinen Online-Weinkursen. Da habe ich mich jetzt entschieden, nach eurem Feedback zu jedem gebuchten Online-Weinkurs gratis einen Zoom-Call, ein Online-Meeting gratis dazuzulegen. Und zwar in der Hälfte der Länge der gebuchten Kurse. Also wenn ihr quasi einen Online-Weinkurs mit 90 Minuten Videomaterial bei mir bucht, dann bekommt ihr gratis 45 Minuten Face-to-Face Online-Zeit mit mir gratis dazu geschenkt, um die immer noch verbliebenen Fragen mit mir Face-to-Face zu diskutieren oder den entsprechenden Wein nochmal zu verkosten oder zu besprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr bestimmt den Inhalt unseres Videocalls. Und wie gesagt, der kommt kostenlos zu jedem Kurs dazu in der Dauer der Hälfte des gebuchten Kurses. Damit möchte ich einfach erreichen, dass euer Lernerfolg, eure Kompetenz maximal im Rahmen meiner Online-Weinkurse gesteigert werden kann. In eigener Sache vielleicht nochmal der Aufruf zu meiner Facebook-Gruppe. Da würde mich zurzeit besonders interessieren, wer von euch Interesse hätte, mit mir gemeinsam eine kostenlose Online-Verkostung zu machen. Kurz und knapp, vielleicht eine halbe Stunde mit einem Wein. Wer darauf Lust hat, kann sich gerne bei mir melden oder am einfachsten werdet Mitglied an dieser Stelle in meiner Facebook-Gruppe gleichen Namens, Wein verstehen leicht gemacht, dann können wir dort uns über das Thema, den Wein und auch den Termin ein bisschen austauschen. Ansonsten gibt es noch eine kleine, klitzekleine Änderung und zwar bezüglich Clubhouse. Dort habe ich mich jetzt entschieden, wie gesagt, in der zweiten Woche nach jeder Podcast-Episode nur noch einen Raum alle 3 Wochen quasi zu machen. Und der nächste Clubhouse-Raum findet dann am 8. Juni um 20.30 Uhr statt. Das ist wie gewohnt ein Dienstag. So, da möchte ich euch jetzt mit dem Vorgeplänkel gar nicht länger auf die Folter spannen und wir steigen gleich ein in das sehr unterhaltsame und charmante Gespräch mit Marion Ebenauer. Ja, liebe Podcast-Hörer, es geht weiter mit österreichischen Weinen. Wir haben ja schon die ein oder andere Anbauregion besprochen und diskutiert und probiert. Heute bewegen wir uns weiter in das schöne Weinviertel und ich freue mich sehr, eine der nettesten, charmantesten und vielleicht sogar auch einer der besten Winzerinnen aus dieser Ecke begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marion. Vielleicht, Florian. Grüß dich. Servus, Florian. Hi. Was heißt vielleicht? Ja, ich möchte natürlich jetzt andere, die genauso
gut und erste Klasse Weine produzieren, wie du jetzt da nicht gleich von Anfang an ausschließen, aber du zählst natürlich unausgesprochen zur absoluten Spitze vom Weinviertel. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt zueinander gefunden haben und lustigerweise ist ja unser Gespräch heute auch ein Ergebnis unserer Clubhouse-Bekanntschaft, sage ich mal. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Yeah. Und liebe Marion, du bist im Weinviertel und erzähl vielleicht gerade mal, was euch aus Weingut und auszeichnet und wie du überhaupt zu dem Job Winzerin gekommen bist. Ja, also zuerst einmal danke für die Einladung, Florian. Wir hätten ja eigentlich einen Abendtermin ausgemacht und dann haben wir beide nicht geschafft und jetzt sitzen wir da in der Früh. Ich weiß nicht, was trinkst du gerade? Ich trinke Sprudelwasser, ja, und das ist schon das erste Stichwort, weil oft ja Leute meinen, Wein trinken ist immer eine Abendveranstaltung oder manchmal muss man sich einfach auch zusammenreißen und dann nach dem Frühstück schon Weine probieren. So ist es manchmal. Ja, also wir verkosten auch, wenn wir professionell verkosten unsere eigenen Weine, dann kosten wir immer in der Früh, vor dem Frühstück sogar, weil da einfach der Gaumen am schönsten ist. Es ist zwar anstrengend irgendwann, aber ja, da ist der Gaumen noch nicht beeinflusst und das ist eigentlich eine gute Uhrzeit. Aber es ist dann halt auch nicht so lustig im Sinne von, ich entspanne mich jetzt und genieße den Wein, sondern das ist halt dann auch wirklich Arbeit. Ne? Ganz genau. Und wir haben ja auch beide wahrscheinlich einen Spucknapf dann vor uns und bedudeln uns natürlich jetzt nicht hier mit dem Weinen, sondern es geht hier in erster Linie ja tatsächlich um die Verkostung und auch um die Weinbeschreibung. Genau. Ich bin heute beim Matcha Latte jetzt gerade und ich würde euch jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Ja. Wie bin ich zum Wein gekommen? Also eigentlich über Umwege. Meine Mutter ist Gastronomin gewesen und also ich bin so ein klassisches Wirtshauskind und bin halt mit Kulinarik und also wisst ihr, was ein Wirtshaus ist? Ja, sicher, gell? Also so eine Art Beisel haben wir gehabt. Das ist wie so ein, wie sagt es denn ihr da in Deutschland? Eine Borzen. Ja, es kann Wirtshaus sein. Ja. Je nachdem, in welcher Region. Eine ganz urige Geschichte, eine ganz wilde auch zum Teil. Und für mich war eigentlich klar, ich liebe die Gastronomie, aber ich möchte das nicht ein Leben lang machen und nicht übernehmen. Ich habe eine ältere Schwester und da war klar, die möchte das gerne machen. Und mich hat der Wein schon sehr früh fasziniert und ich bin mit 14 Jahren, wo man eigentlich in Österreich noch gar nicht Wein trinken darf, ne? Bin ich in die Weinbauschule gegangen, in die erste Klasse. Es war eher ein bisschen langweilig, die ersten zwei Jahre bis 16, wo man halt offiziell trinken darf, waren halt eher so Trockenübungen angesagt und viel Weinbau und Kellerwirtschaft. Aber dann ab 16 hat auch das Verkostungstraining begonnen und das war schon recht cool. Okay. Das ist so ein bisschen wie Traktorfahren, oder? Wo man auch schon vorher, bevor man einen Führerschein hat, rumfahren darf. So, ja. Das ist so ein bisschen der Trick gewesen, vorher schon Wein probieren zu dürfen. Also ich glaube, die meisten Kollegen und Winzerkinder, die fahren sehr früh Traktor. Also unsere Tochter ist 4 und die ist auch schon am Traktor gesessen. Okay. Also immer wieder. Die kommt zwar noch nicht zum Gaspedal, aber sie darf halt einmal lenken. Ja. Und ja, genau, so ähnlich ist das. Auf jeden Fall hat mich das am Anfang, also so in der ersten Klasse mit 14, 15, da ist halt wahnsinnig trockene Theorie angesagt und noch dazu war 1994, 95 ein ganz ein anderer Stoff wie heute, nehme ich jetzt einmal an. Da war auch noch kein Thema vom biologischen Anbau und so weiter, na, das gab es alles nicht. Und ich war aber dann mit 15, da muss man ein Jahr Pflichtpraxis machen in der zweiten Klasse. Und da war ich beim Fritz Wieninger in Wien. Ich weiß nicht, den wirst du sicher kennen. Ne? Ja. Und das war schon wirklich sensationell, weil der Fritz ist ein großer Burgunder-Fan auch. Also er beschäftigt sich stark mit Pinot Noir und Chardonnay. Und da war ich dann eine ganze Saison, also da erlebt man dann von der Vegetation, also vom Schneiden bis über die Laubarbeit, bis hin zur Ernte, zu den Präsentationen einfach alles mit. Und das Jahr hat mich so geprägt, auch in meinem Lebenstempo, weil das eine leidenschaftliche Familie, die auch den Wein lebt, so wie wir. Und da war für mich schon mit 15, 16 war klar, ich wäre mal Winzerin. Okay, super. Also relativ früh entschieden und hast dann das auch weiter verfolgt dann letzten Endes. Ja, ne? Ich wusste noch nicht, wie ich es angehe, weil natürlich bei uns nichts draus war im Sinne von keine Weingärten, kein Keller, kein Ding. Und das ist ja jetzt nicht unbeachtlich, das alles zu kaufen. Ich meine, da muss man ja einen Lotto-Sechser machen und dann geht es sich noch nicht aus in Wahrheit. also
habe ich als Negociant begonnen. Als ich die Schule dann abgeschlossen habe, ich habe dann noch Weinmanagement und die Weinakademie, also Wine and Spirit Education Trust gemacht. Mhm. Und war anschließend, habe ich geschaut, dass ich mit Winzern zusammenarbeite, die mir A, sympathisch sind und B, tolle Qualitäten liefern. Und da habe ich dann als Negociant meine eigenen Weine auf den Markt gebracht. Also okay. Mein erster Jahrgang war 2001. Da waren mein Mann und ich noch nicht, wir waren zwar schon zusammen, aber eben noch nicht beruflich. Und wir haben quasi separat 6 Jahrgänge finifiziert, jeder für sich. Und dass wir dann 2007 geheiratet haben und das Weingut seiner Eltern übernommen. Ah ja, super. Das heißt, du bist ursprünglich gar nicht aus dem Weinviertel, oder? Nein, ich bin Wienerin. Ah, okay, sehr gut. Ja, Wien ist ja so meine heimliche Liebe, sage ich immer. Ne? Ich hätte gern da mal gelebt. Ein paar Kollegen hatten es geschafft, dort mal auch zu wohnen. Aber ich bin sehr, sehr gerne in Wien und mag den Charakter, die Mentalität ist, finde ich sehr, sehr angenehm dort. Das ja, also es ist einfach von der Lebensqualität auch total schön. Also es wird eher auch immer wieder mal zu den lebenswertesten Städten der Welt gewählt, weil das Leistungsverhältnis auch so toll ist. Und die Wiener sind, wenn man das jetzt mit anderen Städten vergleicht, es ist ein bisschen langsamer in Wien, ein bisschen ruhiger. Und wir haben halt einfach dieses tolle Paket. Also wenn man Kulinarik und Kultur interessiert ist, dann ist das einfach die Stadt. Ja, das ist eigentlich alles wie ein Freilichtmuseum. Also die ganze Architektur finde ich einfach, das ist wahnsinnig. Ich war das letzte Mal 2018 in Wien zur Vivinum und habe da die Zeit dann einfach auch genossen mit einem Rahmenprogramm und einfach, ja, tolles Flair, tolles Ambiente, tolle Architektur, wie gesagt, die Mentalität. Wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, kommt man da auch sehr, sehr gut zurecht. Wenn man ein bisschen den Humor nicht ganz verloren hat, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, der Wiener Schmäh, der ist schon bekannt. Ich merke auch immer wieder, also in Deutschland ist das ganz anders, ja? Ja, ja. Ja, ja, was ich an Wien besonders oder an den Wienern besonders toll finde, ist, dass sie einfach mit der Sprache so gut umgehen können und einfach so passende Ausdrücke haben, die einfach für viele Sachen den Nagel auf den Kopf treffen und das immer mit so einem gewissen schwarzen Humor verbunden, das gefällt mir einfach sehr gut. Da muss ich übrigens an der Stelle als Österreicherin gleich einwerfen, man sagt nicht, der Wein ist lecker. Ah. Das ist eine absolute Beleidigung für uns Österreicher, denn da wären wir eben beim Sprachschatz und beim Vokabular, wir haben 1 Million Ausdrücke für der Wein ist gut. Und lecker habe ich schon im Zusammenhang mit lecker Brötchen, lecker Wein, lecker Auto, lecker Mädchen, das habe ich alles schon gehört und deshalb geht sich das nicht aus für uns. Okay. Aber es wird, das ist halt das Schöne, gell? Der Wiener erwartet dann halt auch von den Gästen, dass die halt die 1 Million Begriffe genauso drauf haben. Ja, natürlich, seid ihr alle gescheite Burschen, oder? Ja, ich bin ja so auch so ein Südafrika-Liebhaber und im Afrikaans oder im Holländischen ist lecker, also mit Doppel-K geschrieben, so der beste Ausdruck, den man für irgendeine Sache, sei es ein Wein, Mädchen, Essen, was auch immer, da wird alles mit lecker bezeichnet. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das heißt, dein Mann ist quasi schon aus einer Winzerfamilie entstammt. Ja, also die Ebenauers haben hier seit 14 Generationen, also wirklich schon eine sehr beachtliche Zeit, Wein gemacht und haben auch eben, der Weinkeller ist 400 Jahre alt, der ist auf 3 Etagen, also wir arbeiten total schonend, ohne Pumpe, es funktioniert alles mit natürlichem Gefälle. Und ist schon ein wirklicher Schmuckkasten bei uns. Ja, müsst ihr mal vorbeikommen. Absolut. Vielleicht kannst du ein paar Fotos dazu spielen, dass sich die Leute was vorstellen können. Ja, selbstverständlich, ganz genau. Die Fotos findet ihr dann entweder in eurem Podcast-Player zu dem jeweiligen Kapitel oder wie immer auf meiner Podcast-Seite weinpodcast.de und dann auf der entsprechenden Folge werde ich dann natürlich auch wieder ein paar Bilder verlinken. Wie kannst du mir sagen, Maren, also sicherlich kannst du es mir sagen, aber wie groß, wie viel Fläche bewirtschaftet ihr mittlerweile? Also wir haben 20 Hektar,
wir haben 2007 mit 7 Hektar begonnen, aber es ist ehrlich gesagt zu klein, Florian, dass man da überleben kann, schön mit einer Familie. Wir haben nämlich sehr alte Weingärten, also der Betrieb war am Auslaufen, wie der Manfred und ich gekommen sind und den so richtig mal in die Höhe gehievt haben. Mhm. Deshalb sind die Weingärten nie erneuert worden. Das ist ja heute unser größter Schatz eigentlich. Damals war das Geld nicht da, deshalb sind sie nie erneuert worden. Aber heute ist das für uns sensationell, dass wir zwischen 40- und 70-jährige Rebstöcke haben. Und wir haben uns auch vergrößert mit alten Weingärten. Also wir haben immer wieder das Glück, ich meine, spricht sich natürlich im Ort auch herum, weil die alten Rebstöcke, die mögen viele Winzer nicht, weil es halt sehr viel Handarbeit bedeutet. Ja. Und wir reißen uns darum, weil wir einfach sagen, bei uns wird ein Wein erst aus einer Einzellage in die Flasche gebracht, wenn der Rebstock mindestens 30 Jahre in den Boden wurzelt. Mhm. Denn dann geht das Wurzelsystem tief genug, man kann seriös vom Geschmack des Bodens sprechen. Also da haben wir eher einen französischen Ansatz in der Philosophie, würde ich sagen. Ja. Und ich hatte ja lustigerweise gestern eine große Verkostung mit der Domäne Wachau und mit dem Alzinger und so weiter. Yeah. Und war sehr, sehr spannend, weil dort im Prinzip das Ähnliche erzählt worden ist, dass man heutzutage mittlerweile froh ist, auf so alte Gärten zurückgreifen zu können, weil man einfach eine ganz andere Konzentration und auch einen Qualitätsanspruch umsetzen kann, wie jetzt ständig mit mit Rebanlagen, die deutlich unter 15 Jahre sind, kann man einfach das nicht mehr in dem Maße produzieren, wie es heutzutage einfach gewünscht und ein Stück weit vielleicht auch gefordert ist mittlerweile. Ja, ich glaube, das kommt auf die Kunden drauf an. Also bei uns hier im Weinviertel haben wir ganz unterschiedliche Winzer mit unterschiedlichen Philosophien. Mhm. Wir sind halt ein Betrieb, der auf Einzellagen Wert legt. Also die Bodenproben Team 2007, das war eins unserer ersten Aktionen und einer unserer wichtigsten, dass man auch wirklich mal sieht, wow, das Weinviertel hat deutlich mehr zu bieten als nur Löss. Und ich meine, Löss ist wunderbar, es ist der fruchtbarste Boden überhaupt. Deshalb funktioniert ja im Weinviertel alles. Deshalb sind ja wir auch keine Monokultur hier. Das ist ja sehr schön, weil wir haben Wald, wir haben Landwirtschaft, wir haben Obstbau, wir haben Weinbau. Wir lassen auch ganz viele Brachen mittlerweile mit blühenden Begrünungen stehen. Also kurz vor der Bioumstellung haben wir damit begonnen, haben dort Bienenstöcke stehen. Das macht schon Spaß. Ja. Wenn man nicht in so einer Agrarwüste leben muss. Absolut. Also ich finde, das ist ja auch, gerade wenn man jetzt in anderen Ländern unterwegs ist, ich denke zum Beispiel jetzt auch leider an Südtirol, ja, was man mit dem Obstanbau einfach wahnsinnig viel Monokultur hat oder auch natürlich in der neuen Welt, wo die Dimensionen ja ganz anders sind. So schön es jetzt vielleicht ist, optisch, sage ich mal, ist es dann doch immer wieder, muss man sich schon nochmal vergegenwärtigen, dass das eigentlich ganz schön ausgedehnte Monokulturen sind und es eigentlich schon ein bisschen naturfern oft ist, je nachdem, wie es eben betrieben wird. Wo ist denn euer Weingut? Wenn ich jetzt Google Maps aufmache und zunächst mal nach Wien steuere, nordöstlich, also nordöstlich von Wien. Wenn ihr das Schnitzel Österreich für euch habt, ja, und dann habt ihr rechts oben Wien und dann fahrt ihr ganz nordöstlich mit dem Finger rauf bis zur tschechischen Grenze. Dort sitze ich. Jetzt gerade. Also man fährt die A5 quasi dann. Genau, die Autobahn, ja. Gott sei Dank kommen wir jetzt an. Und ich habe es ja schon erwähnt, liebe Podcast-Hörer, wir befinden uns jetzt hier ja quasi am nordöstlichen Rand von Österreich, wo vermutlich, aber die Maren wird es uns vielleicht gleich noch genau erklären, ihr steht schon noch im starken Einfluss von dem pannonischen Klima, nehme ich an. Ja, wobei wir also vom Niederschlag eher nach Tschechien, nach Mähren rübergehen. Mhm. Wir sehen einfach, dass bei Mistelbach ist so eine Grenze, wo der Regen meistens nicht drüber geht. Also wir haben einen Versuch mit der Weinbauschule in Waldice, das ist über der Grenze auf der tschechischen Seite drüben. Mhm. Da haben wir zum Beispiel gerade einen Versuch laufen, einen Langzeitversuch, wo wir die Wasserspeicherkapazität in den Boden messen. Da haben wir Sonden eingegraben und testen die verschiedenen Begrünungsarten, was am meisten Wasser im Boden hält, weil wir da schon eher klimatisch eher nach Tschechien, nach Mähren rübergehen. Mhm. Und wir haben schon, weil wir halt so nordöstlich sind, ist es grundsätzlich eher kühler bei uns. Okay. Also wir ernten deutlich später, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit, weiß ich nicht, ich meine, alles, was halt im Süden ist, die ernten halt
deutlich früher. Also früher, wobei der Klimawandel auch stark spürbar ist. Ich kann mich erinnern, unsere ersten Ernten, wir haben vor Oktober nie eine Traube abgeschnitten, keine Veltliner Traube für, sagen wir jetzt mal, im Einstiegsbereich Weinviertel DRT. Das kann jetzt mitunter schon Anfang September sein. Wahnsinn, ja. Ja. Extrem. Ja, aber da sieht man wieder, dass es halt dann oft schon einfach Pauschalisierungen sind, die halt dann im Einzelfall oft dann nicht mehr so zutreffen. Ne? Wenn man einfach sagt, okay, der Osten Österreichs ist pannonisch geprägt, dann stimmt das im Großen und Ganzen zwar schon, aber die örtlichen Unterschiede sind dann doch häufiger, doch auffälliger und ausgeprägter, wie man es denkt. Ne? Ja, auch innerhalb des Weinviertels kann man, das Weinviertel ist so groß, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Also Retz zum Beispiel hat eine ganz andere klimatische Bedingung wie wir in Poisdorf. Der Poisdorf und der Falkensteiner waren immer schon bekannt als, also die Brünner Strassler mit ihrer Reschensäure und mit dieser Feinheit. Wir haben halt hier eine ganz starke Kalk- also man spricht bei den Maschinen von einer Belastung, ne, weil die Waschmaschine und alles gleich eingeht. Beim Wein hat das halt wahnsinnige Vorteile, weil diese Salzigkeit und diese Mineralität, die kann man halt einfach nicht wegleugnen. Und selbst Winter, die sich jetzt nicht so handwerklich mit den Weinen auseinandersetzen, ist diese Stilistik von Poisdorf und diese kalkigen Böden einfach, die schlagen durch. Und wie würdest du das sagen, wie wirkt sich der Kalk aus? Also durch eine stahligere Säure, durch eine größere Eleganz, werden die Weine schlanker? Ja, durch eine Kühle auch, also durch eine gewisse, also die Säure steuert halt auch immer den Trinkfluss und die Weinviertler, die waren halt schon dafür bekannt, dass sie prinzipiell ein bisschen leichter sind, dass sie leichtfüßiger daherkommen. Manchmal haben sie gar nicht so wenig Alkohol, aber sie schmecken einfach nicht so schwer aufgrund der Säurestruktur. Sie tänzeln ein bisschen dahin und das hat halt, wenn du es rausarbeitest, eine richtige Salzigkeit. Das wirst du gleich merken. Wenn du den Hermannschachen probierst. Ja. Weinviertel vielleicht noch, um es abzuschließen, was sind die wichtigsten Rebsorten dort? Auf jeden Fall Grüner Veltliner. Es dient aber schon sehr lange, also da reden wir jetzt auch schon wirklich von 3, 4 Generationen, ziehen auch die Burgundersorten ein. Und natürlich, es gibt Winter, die haben wahnsinnig viele Experimente laufen, aber ich würde jetzt mal sagen, Grüner Veltliner, Burgunder und Riesling ist hier am wichtigsten. Und der Riesling, jetzt aus Deutscher muss ich das natürlich fragen. Der fühlt sich da auch wohl. Wir hatten gestern auch aus der Wachau auch Rieslinge, die exzellent waren, aber ich sag mal schon deutlich anders, was ja auch sinnvoll ist und gut so ist, wie man es jetzt aus dem Rheingau oder so kennt. Wie kommen die Rieslinge im Weinviertel rüber? Was zeichnet die in aller Regel aus? Also wir haben, nachdem Manfreds Vater auch schon Weinbauingenieur war, haben wir einen Riesling, der 70 Jahre alt ist. Der ist vom Uropa mit dem Opa ausgepflanzt worden. Und das ist schon richtig mächtig. Also das ist der einzige Wein, wo wir auch Botrytis akzeptieren. Da haben wir eben 20% Edelfäule dabei, weil sonst wäre es noch weniger. Von dem Weingarten gibt es im Jahr maximal 900 Flaschen, also sehr, sehr wenig. Wir möchten nur dieses alte Erbe erhalten. Also das sind einfach wahnsinnig komplexe Weine, die da rauskommen. Und also er ist immer wieder, also in einer Blindverkostung geht er eher als Wachauer durch, würde ich jetzt mal sagen, weil die Stilistik mit der Botrytis vielleicht, wenn man jetzt viel Österreich verkostet, oftmals der Wachau zugeordnet wird und man das aus dem Weinviertel so nicht erwartet. Aber ja, es ist immer sehr, sehr gut bewertet. Absolut. Aber es stimmt schon, es ist ganz anders, aber auch in Deutschland sind die Rieslinge unterschiedlich. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel die Mosel vergleicht mit Rheingau oder so und so, das ist, ich liebe deutschen Riesling, ich finde auch die größten Rieslinge kommen aus Deutschland, aber Österreich hat eine ganz, ja, ist so, ja. Ihr seid halt deutlich nördlicher und das spürt man. Und also diese Säurewerte bei uns wären schon speziell, aber gut, das ist ja bei euch anders. Da ist ja,
Also ich glaube, ich fasse es halt immer so zusammen, gerade jetzt bei Riesling ist die stilistische Bandbreite und auch das Aromaspektrum wirklich immens groß. Deswegen finde ich, kann man es oft gar nicht sagen, ob man jetzt Riesling mag oder auch nicht mag, noch schlimmer eigentlich, weil einfach so viele verschiedene Aromastile und Anbaugebiete unterwegs sind, dass ich einfach immer wieder sage, bei Riesling findet eigentlich fast jeder was. Also das ist einfach so eine tolle Rebsorte, so eine universelle Rebsorte, eine vielfältige Rebsorte. Da haben wir einfach, denke ich, Österreich genauso wie Deutschland einfach total Glück, dass wir diese Rebsorte bei uns anbauen können und damit einfach auch ganz faszinierende Weine über alle Anbaugebiete hinweg herstellen können. Das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Ich muss nur sagen, im Weinviertel beim Riesling haben wir das eine Problem, dass wir nicht jedes Jahr ganz kühle Nächte zur Ernte haben. Mhm. Man merkt schon mit dem Klimawandel deutlich, gerade in den wärmeren Jahren wie 2018 jetzt eins war, wenn ich jetzt die letzten Jahrgänge hernehme. Also wir haben zwischen 18 und 19 halt so einen Qualitätsunterschied, weil 18 warm war, in der Nacht einfach nicht so abgekühlt hat und das Aromaspektrum hat sich total verändert, ja. Also wenn es in warmen Jahren wird der Riesling bei uns eher kräutrig, wohingegen in kühlen Jahren eher diese klassische Steinfruchtaromen hat. Und das ist wahrscheinlich das, was in anderen Regionen eine sicherere Bank ist. Bei uns ist er halt nicht jedes Jahr so top, das muss man ganz ehrlich sagen. Übrigens kriegt ihr hier die volle Wahrheit, die ganze Wahrheit. So es wird nichts geschönt und nichts rausgeschnitten, okay, Florian? Genau so machen wir es. Nee, war, also ich muss ehrlich sagen, bisher hatte ich mit allen Interviewpartnern in den aller seltensten Fällen nur den Bedarf, irgendwas mal rauszunehmen. Sonst ist es eigentlich immer ungeschnitten, die ungeschminkte Wahrheit sozusagen. Ja. Kommen wir nochmal auf euren Betrieb vielleicht zu sprechen. Du hast schon gesagt, zumindest jetzt von der Seite deines Mannes her, es ist ein langjähriger Familienbetrieb. Du hast schon gesagt, im Keller geht ihr es so weit, wie es irgendwie geht, ohne Maschinen an. Yeah. Und wie schaut es bei den Anbaumethoden aus? Du hast schon, zumindest habe ich auf deiner Seite nachgeschlagen, du hast das ja auch gerade schon in einem Nebensatz erwähnt. Ihr seid ein vollständiger Biobetrieb oder seid ihr teilweise noch in Umstellung oder was ist der aktuelle Stand bei euch? Ja, also wir sind 2016 haben wir den Bio-Kontrollvertrag unterzeichnet. Das heißt, wir sind seit Jahrgang 2019 komplett zertifiziert. Wir sind jetzt gerade auf dem Sprung in die Biodynamie und es ist halt so ein Prozess. Ne? Also wir haben nie Herbizid und nie Insektizid verwendet. Mhm. Wir haben sehr früh mit Humus begonnen. Also wir haben, ich habe nie, also seit 2007 weiß ich es hundertprozentig, es wurde nie Kunstdünger ausgebracht. Wir haben früher von der EMA 48, das ist in Österreich die Mülldeponie, die quasi die Biotonnen fermentiert. Da haben wir früher den Humus hergehabt und haben dann aber gesehen, okay, wow, erstens sind die Transportkosten enorm und eigentlich ist das ein völliger Schwachsinn, wenn wir doch selber kompostieren könnten. Mhm. Und haben dann mit Pferdemist begonnen zu kompostieren und haben seit heuer endlich Rindermist. Das ist natürlich das Allerbeste, vor allem wenn man es dann selber macht, hat man die Kontrolle. Also habt ihr selber Tiere auch schon? Also ja, Geflügel für unsere, also wir sind ein bisschen Selbstversorger. Wir haben auf 2 Hektar Gemüse- und Obstgarten und einen großen Hühnerstall und Enten, die dann im Herbst sterben. Ne? wir werden das noch ein bisschen ausbauen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie ich das heuer schaffe, ob ich noch größere Tiere dazu nehme oder nicht. Mhm. Unser Trauzeuge ist im größeren Stil Selbstversorger, der hat auch Rinder und Schweine. Okay. Und da kriegen wir eigentlich genug Fleisch. Wir kaufen kaum Fleisch im Supermarkt, also wirklich nur ganz selten und dann halt irgendwelche Spezialitäten, die wir sonst nicht kriegen. Mhm. Aber ansonsten sind wir da recht gut aufgestellt. Aber wir haben jetzt keine Rinder und vor allem, also wenn man den Rindermist fermentiert, ich meine, da braucht man richtig Menge. Ne? Ja. Da kann man jetzt nicht irgendwie mit 2, 3 Kühen und vor allem dürfen die dann auch nicht ausschließlich in Freilandhaltung leben, weil sonst kommt ja keine Scheiße zusammen. Ne? Ja, die muss irgendwie auffangen, ja, stimmt. Ja, also die muss im Stall sein, am besten mit Biostroh gemeinsam.
Und da haben wir eben jetzt einen super Partner gefunden aus dem Weinviertel. Das ist mir ganz wichtig, dass eben auch die Scheiße dann nicht ewig herumgeführt wird. Naja, it's all about shit, ja. Also es ist leider so. Es wird ja gehandelt wie Gold. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was die Landwirte mittlerweile aufführen, damit die an guten Mist kommen. Ja? Echt, ja? Ja, ja. Ist die Nachfrage ja mittlerweile so groß? Weil so immer groß, Gott sei Dank. Österreich hat ja den größten Bio-Anteil, wenn man jetzt Europa hernimmt. Also bei uns sind ganz, ganz viele Landwirte, wenn man jetzt Österreich weit und nicht nur die Weinszene, sondern eben auch Landwirtschaft und Obstbau, ist der Vormarsch bei Bio enorm in Österreich. Und das ist wirklich gut, weil, ja, ich habe auch den Kontrollvertrag unterzeichnet mit meinem Mann gemeinsam, als ich hochschwanger war. Spätestens, wenn die nächste Generation am Radar ist und im Kopf ist, dann kann man in Wahrheit nicht mehr anders. Und wenn wer sagt, ja, aber früher, sage ich, was früher? Ich meine, wir haben 70-jährige Weingärten, die wurden immer schon gepflegt, weil sonst könnten wir heute keine 70-jährigen Weingärten haben. Mhm. Und beim Winter geht es halt auch immer darum, die Gier, die darf halt nicht durchkommen. Man soll der Natur bitte etwas zum Leben lassen. Und es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Und die Vorgeneration hat das bei uns in der Familie Gott sei Dank schon verstanden, sehr früh. Und deshalb haben wir gesunde Böden. Ja. Aber wir tun natürlich alles, um die noch gesünder zu machen. Ja, ja, das ist, ich meine, wir haben ja jetzt, ich versuche zwar hier oft die Politik rauszuhalten, aber ganz gelingt es mir auch nicht, weil wir haben ja jetzt im Herbst haben wir ja jetzt Bundestagswahl. Ja. Und das führt dann schon auch innerhalb der Familie oder der Verwandtschaft in Diskussionen, wo man halt auch genau die Frage aufwerfen, bedenkst du bei deinem Wahlverhalten die Zukunft deiner Enkelin mit oder nicht? Oder wie stehst du zu dem einen oder anderen Thema? Und da muss man schon den einen oder anderen einfach auch ein bisschen anstupsen, um da ein bisschen vielleicht das Nachdenken anzureden. Aber ich finde, Florian, da hat sich vielleicht mit Corona jetzt auch etwas eröffnet. Haben wir jetzt nicht alle gesehen, dass es viel zu viel war vorher? Ja. Dieses Konsumverhalten ist doch nicht notwendig, oder? Und man muss schon schauen, kauf lieber was Ordentliches. Also ich erlebe das ja immer wieder. Bei mir stehen dann die Leute und sagen, ja, natürlich Bio, machen alles Bio. So, dann triffst du sie im Supermarkt und schaust mal ins Einkaufswagerl. Und da sind aber dann die Hardcore-Sachen drinnen. Ja, da siehst du dann, welche Konzerne wirklich unterstützt werden. Ja. Und da sind wir aber ganz weit weg vom Bio. Und es muss ja auch nicht immer Bio sein. Bitte, dann geht's wohin, wo ihr die Produzenten kennt. Ja. Ich bin halt immer ein Fan davon, den Leuten die Wertschöpfung auch wirklich entgegenzubringen, die es verdient haben. Weil ich habe meine Probleme damit, wenn, also wir haben ja auch ganz viele Importeure und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen, wir arbeiten mit dem Fachhandel. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, wenn der Lebensmittelhandel mehr verdient an dem Produkt, wie der Produzent dafür bekommt. Genau. Das geht sich halt dann hinten und vorn nicht aus und der Bauer braucht halt auch ein gewisses Budget, um ordentlich arbeiten zu können. Ja. Und wo wir schon politisch sind, da müssen wir jetzt ein ernstes Thema kurz aufgreifen. Die größte Selbstmordrate ist in der Landwirtschaft. Ach was. Es gibt so, also in Frankreich erschießt sich oder hängt sich jeden zweiten Tag ein Bauer auf. Weil er keine Perspektive hat, weil er nicht weiß, wie er über die Runden kommt. Genau. Weil er in dieser Schere zwischen Investition und Markt und Preis und Tierwohl und Wohl der Natur nicht mehr zurechtkommt. Ja. Und ich habe in der Zeit, ich habe die Zeit von euch abonniert aus Deutschland, und da sind so tolle Artikel perfekt recherchiert drin gewesen, aber das ist natürlich Wahnsinn, das macht mich so traurig. Ja? Mhm. Darüber redet keiner, das ist ein Tabuthema. Und man muss halt auch wirklich, eine Flasche Wein muss halt auch ein Geld kosten, weil sonst kann man das nicht produzieren, zumindest nicht fair. Es zahlt immer jemand den Preis für billigen Wein. Die Natur, Selbstausbeutung oder die Mitarbeiter werden fair bezahlt. Es ist ein Teufelskreislauf. Ja, absolut. Und das gilt ja nicht nur für Wein, es ist ja für sehr, sehr viele Produkte und auch Dienstleistungen, dass diese Geizesgeil-Mentalität hat, hieß es in Deutschland eine Zeit lang als Mediamarkt mit dem Slogan Werbung gemacht hat vor ein paar Jahren. Ich denke, das ist schon ein bisschen drüber. Das wird heute sich keiner mehr so sagen trauen und damit Werbung machen. Aber trotzdem fehlt für mich, habe ich ja auch schon öfters angesprochen, schon das Gespür bei vielen Konsumenten,
was ein Produkt kosten muss oder sollte, damit alle, die daran beteiligt sind, einfach gut und verlässlich leben können. Und da gibt's halt einfach ein paar Stilblüten. Ich weiß es nicht, wenn wir Schweinefleisch nehmen, dass da 100 Gramm 25 Cent kosten. Das muss einfach einem einleuchten, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Oder jetzt auch aus meiner Branche, dass ein Flug von Memmingen nach Italien mit Ryanair von mir aus 9,90 Euro kostet. Das kann nicht funktionieren. Ja. Da ist irgendwo ist die Rechnung nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich glaube, da hast du schon recht, da findet schon Umdenken statt. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, ist es leider so, dass es den Konsumenten halt auch nicht leicht gemacht wird. Man kommt oft in die Bredouille in seinen Kaufentscheidungen, aber da stinkt für mich eindeutig der Fisch vom Kopf her, dass auch mit unserer Agrarpolitik viele Sachen so geregelt werden, dass die großen Erzeuger profitieren, dass auch Landwirte gezwungen werden, immer größer zu werden, um überleben zu können. Das sind alles Steuerungen, die ich nicht für richtig halte, definitiv. Ja. Ja. Aber jetzt lass uns über was Schönes reden. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir uns geerdet, aber das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ich finde es auch immer wieder wichtiger und richtiger, das zu erwähnen und nicht hinten runterfallen zu lassen. Und ein Stück weit nach 2,5 Jahren Podcasten sehe ich mich auch immer mehr, ja, gar nicht mal absichtlich, aber immer häufiger in der Situation, gerade jetzt in Gesprächen mit Winzern oder auch mit anderen aus der Weinbranche, fällt mir einfach auf, dass ich immer mehr Kontakt mit Leuten habe, die biologisch oder biodynamisch arbeiten. Und da bin ich sehr, sehr gern bereit, da einfach auch da eine Plattform zu bieten, um diese Themen dann einfach anzusprechen, definitiv. Gut, sprechen wir mal über eure Produktpalette, Marion. Ich habe mal eure Seite aufgerufen, die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, dass ihr, liebe Hörer, da sehr schnell und einfach bequem auf die Seite der lieben Marion trefft oder kommt. Wie habt ihr eure Produkte aufgezogen? Gibt es da verschiedene Linien oder... Ja. Ja, also wir haben nach der Bodenanalyse waren wir selbst sehr erstaunt, weil ich habe damals meinen Schwiegervater gefragt, sag ich, du Manfred, welche Bodenprofile haben wir da? Und er hat gesagt, naja, das ist vom Löss geprägt. Da hat er recht, aber es ist deutlich vielschichtiger wie erwartet. Also wir haben, hier war ja mal das Urmeer, es war ja alles überschwemmt. Mhm. Wir haben sowohl, also du hast ja den Hermannschachern als ersten Wein, den wir probieren werden, das ist sozusagen das Korallenriff vom Urmeer, also wirklich Muschelkalk, das Sediment. Wir haben den Strand vom Urmeer, also wir haben ganz sandige Böden. Wir haben aber auch ganz fette, schwarze Lehmböden. Wir haben von der Urdonau, also Ablagerungen der Urdonau noch bei uns. Das heißt, kleiner Kies bis größere Gesteinsbrocken. Also du siehst, wir haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Bodenprofile und alle davon sind von Kalk. Mhm. Und würdest du sagen, dass, weil mir unser erster Flight, ich habe mir jetzt den ersten schon eingeschenkt, war ich jetzt schon neugierig. Lass mich nur ganz kurz, Florian, diese Weine, die ich gerade beschrieben habe, aufgrund dieser komplexen, vielschichtigen Bodenprofile, was sind die mit grauen Etikett? Mhm. Da steht dann auch der Name des Weingartens, zum Beispiel jetzt Ried Hermannsachen, das du hast, oder Ried Bürsting, Ried Zauberg. Da gibt es viele verschiedene grüne Veltliner, da geht es uns um den Geschmack des Bodens und um die Rebsortentypität. Und darüber hinaus, weil wir halt sehr jung den Betrieb übernommen haben, wollten wir natürlich auch Raum und Platz für unsere Experimente und persönliche Weiterentwicklung im Keller haben. Und da haben wir die Black Edition kreiert. Hast du auch im schwarzen Verkostungssack? Mhm. Da geht es mehr um die Machart, wie der Wein wie wir den Wein begleiten. Da geht es uns nicht so primär darum, die Sorte zu zeigen, sondern mehr uns als Winzer zu verwirklichen. Okay. Was ich fragen wollte, war, weil ich es gerade schon angesprochen hatte, beim Riesling ist es definitiv so, aber würdest du sagen, dass der grüne Veltliner, also ich meine, das ist ja jetzt fast schon affig zu fragen, aber ist der grüne Veltliner auch ein Bodenindikator? Reagiert er ähnlich divers auf die unterschiedlichen Bodentypen wie Riesling?
klar. Auf jeden Fall, aber auch ganz stark auf die Winterhand. Ist ein bisschen mit Burgunder zu vergleichen. Also gerade Chardonnay kann von einem leichtfüßigen, frischen Wein bis zu einem großen Maraschino eine volle Bandbreite bieten. Und genau so würde ich den Veltliner sehen. Okay. Ja, zu eurer Flasche. Also ganz grundsätzlich finde ich das stilistisch sehr schön gemacht. Also sehr nüchtern reduziert vorne. Es ist ein graues Etikett mit floral stilisierten Doppel-Es. Und dann sieht man eben drunter dann die Rebsorte. Und auf der Rückseite verratet ihr natürlich dann ein paar Details mehr. Und ihr habt jetzt aber auch für die grünen Veltliner hier, zumindest bei den dreien, die ich jetzt hier habe, verwendet ihr auch unterschiedliche Flaschen. Also der erste, der Ried grüner Veltliner, Lagenwein habt ihr in der Schlegelflasche und die alten Reben zum Beispiel, würde ich sagen, ist jetzt eine Burgunderflasche. Wollt ihr damit schon auch ein bisschen Hinweis geben auf die Stilistik, die sich dann in der Flasche befindet? Ja, richtig, Florian. Also gut bekannt. Alle in der Schlegelflasche sind ausschließlich im Stahltank vergoren und alle in der Burgunderflasche haben Holzfass gesehen. Das bedeutet aber, wenn wir bei der Weingutslinie von Holz reden, dann meinen wir gebrauchte Doppelbarriques oder normale Barriques. Wir haben gar keine großen Holzfässer im Einsatz, also wir haben über 250 Barriques da unten. Ist natürlich für Manfred im Keller, der den Keller allein betreut, der hat wirklich niemanden da unten, keine Azubis, ist das zur Ernte ganz schön stressig und danach wirklich jedes Fass top zu begleichen. Aber wir vergären ja spontan. Das bedeutet mit der Naturhefe, ohne Reinzuchthefe. Und das birgt schon immer wieder ein großes Risiko, weil es setzt sich doch immer wieder wo mal eine wilde Hefe durch, die am Ende dann kein schönes Ergebnis bringt. Und dann haben wir halt die Sicherheit, dass wir mal 225 Liter oder mal 500 Liter verloren haben, aber nicht die ganze Einzellage. Auf der anderen Seite lieben wir aber die 500er und kleineren so sehr, weil wir keine Temperaturkontrolle brauchen bei dem Gebinde. Das heißt, der Wein verkehrt völlig allein, ist sich selbst überlassen. Und am Ende hat man dann auch innerhalb der Einzellage sehr viele Möglichkeiten, dem perfekten Bürsting, Saugwerk, alte Reben zusammenzuschneiden. Mhm. Das ist dann immer eine spannende Zeit. Das ist meistens so vor der Prowein. Also im März beginnt man dann die Fassproben richtig intensiv zu verkosten, weil man auf der Prowein normalerweise schon herzeigen, wie der Blend. Was ist das? In gefühlt aus einer längst vergangenen Epoche kann man sich noch dunkel dran erinnern, was die Prowein ist, ne? Ja, also die wird schon wieder kommen. Nächstes Jahr werden wir uns schon wieder sehen. Ja, ich hoffe es, aber ich glaube noch nicht hundertprozentig dran, dass wir nächstes Jahr wieder alles auf normal drehen werden können, vermute ich mal. Aber keine Ahnung. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. So, Florian, ich habe gelesen, dass die Pessimisten, die immer so negativ denken, dass das genauso schlecht für die Gesundheit ist, wie wenn man 2 Packen Zigaretten am Tag raucht. Ah gut, okay. Da weiß ich, für was ich das Rauchen aufgehört habe. Ja. Was wollte ich sagen? Würdest du dann sagen, dass bei euch durch die minimalinvasiven Eingriffe jetzt auch im Keller bei euch die Jahrgangsschwankungen größer ausfallen? Oder wie würdest du das, weil ich habe schon manchmal den Eindruck, dass man eben versucht, durch eine industriellere Erzeugung auch über die Jahre hinweg gleichbleibendere Geschmäcker versucht zu erzeugen, um die Kunden da nicht zu verwirren, in Anführungszeichen. Aber sind bei euch die Jahrgangsschwankungen durch alle Einflussfaktoren dann ein bisschen größer ausgeprägt oder ist es auch eher so ein Flow, sage ich mal, der sich da durchsetzt? Also Jahrgangsschwankung, das Wort ist jetzt bei mir eher negativ besetzt, aber ich glaube, was du eigentlich meinst, ist, ob sich der Jahrgang in den Weinen deutlicher zeigt, wie wenn die Weine industriell hergestellt sind. Ja, oder? Genau, ja. Ja klar, also das finde ich ja das Schöne an der alten Welt, dass ich habe ja auch in Kalifornien kurz praktiziert und ich finde das schon schön, dass wir halt die Jahrgänge so unterschiedlich haben und das ist ja auch so cool, wenn man als Profi dann, weiß ich nicht, die Chateaus länger begleitet
Und dann hat man mal, weiß ich nicht, eine 90er Range am Tisch und du errätst dann, okay, das war jetzt aber 96. Mhm. Das ist schon cool, weil wenn man sich länger mit Wein beschäftigt, dann weiß man halt auch, wie die Jahrgänge sind. Und ich merke einfach bei mir immer, ich bin persönlich zu den kühleren Jahren hingezogen. Mhm. Also bei uns die warmen Jahre, das war ja 2003, 2006, 2009, fast im Dreijahresrhythmus immer. Und das sind zwar als Winzer die einfacheren Jahrgänge in der Vinifikation, also zumindest im Weingarten, weil man natürlich vom Pflanzenschutz nicht so gefordert ist wie in feuchten Jahrgängen. Aber ich persönlich habe es dann lieber ein bisschen kühler und mit schönerer und rassigeren Säurestruktur. Und ja, aber ich liebe diese Jahrgangsunterschiede, ja. Finde ich auch ganz wichtig. Und das ist halt, wir haben noch nie einen Wein gleich vinifiziert. Wir haben ihn immer, es gibt natürlich gewisse Eckdaten und Parameter, aber gerade was die Maischestandzeit zum Beispiel betrifft, musst du ganz stark auf den Jahrgang eingehen. Du kannst ein warmes Jahr nicht genauso behandeln wie ein kühles. Ihr am Ende bringt immer einen ähnlichen Stil, aber das ist schon richtig viel Hirnschmalz und Arbeit, damit das auch so daherkommt. Ja. Weil wir halt im Vorfeld, zum Beispiel in heißen Jahrgängen, haben wir, nachdem wir alles mit der Hand lesen, nicht so viel Zeit, die Trauben reinzubringen, weil zu Mittag ist es zu warm, da müssen wir fertig sein. Mhm. Das heißt, wir fangen mit großem Team, 2018 war so ein Jahr, wo wir mit großem Team in der Früh reingegangen sind. Wir haben Gott sei Dank ein Traubenkühlhaus gebaut, schon 2011, das war absehbar, dass das so weitergeht mit den warmen Jahrgängen. Und da stellen wir dann die Traubenkisten rein, ja. Mhm. Ja, das sind natürlich alles genau das, was eigentlich die handwerkliche Weinerzeugung auszeichnet und ausmacht. Auf der anderen Seite ist es halt schon oft so, gerade für Weineinsteiger ist halt Wein schon so ein Moving Target. Ja. Es ist schon schwierig, wie man sich dem Thema anfangs zumindest nähert. Man hat zum einen die Ursprungsbezeichnung, die eine gewisse Ortstypizität widerspiegeln soll. Dann hast du Rebsorten, die natürlich nach meiner Meinung nach der Steigbügelhalter sind für eine gewisse Stilistik oder Aromatik. Dann hast du noch die Handschrift des einzelnen Winzers. Und weil es immer noch nicht komplex genug ist, kommt halt dann die Jahresunterschiede von der klimatischen Seite her, sodass da einfach für viele, oder das ist zumindest das Feedback, was ich dann oft bekomme, was halt einfach dann am Anfang für die Einsteiger das ein bisschen schwieriger macht, sich da zu orientieren in der Weinwelt. Aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast oder auch meine Online-Weinkurse als Startpunkt für deine direkte eigene individuelle Weinreise. Ich würde sagen, Mario und wir starten mit dem ersten Wein. Und zwar, ich habe jetzt alle drei schon eingeschenkt. Ein bisschen Luft, glaube ich, schadet nie. Und ja. Ich fange an. Ich weiß nicht, hast du die Weine auch vor dir, Marion? Im Geiste, ja. genau. Ich kann nicht schon wieder. Du musst mir das jetzt verzeihen. Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube auch, dass du die aus dem FS quasi kennst. Also ich fange zumindest an mit dem grünen Veltliner Hermann Schachern. 2020, also relativ frisch auf der Flasche wahrscheinlich, ne? Genau, und eine Bitte, hättest du drei Weingläser vor dir? Habe ich, genau. Könnten wir die drei Veltliner in einem Flight kosten? Selbstverständlich. Und super wäre es, wenn die Black Edition in die Karaffe kommen könnte vorher. Ich habe es schon vorher aufgemacht, ehrlich gesagt. Karaffe habe ich jetzt. Ich kann es nochmal umschenken. Ach nix, dann tu sie doch bitte im Glas mit sehr viel Luft. Lass ihnen viel Luft zukommen. Nur an alle, die das zu Hause verkosten wollen. Die Black Edition ist ja wirklich, wie soll ich sagen, der Wein, mit dem wir uns am meisten beschäftigen, am längsten beschäftigen. Und das sind Weine, die sind für die Ewigkeit gemacht. Das heißt wirklich Lagerpotenzial von 20 Jahren. Und die brauchen gerade jetzt in der Jugend, was hast denn du für einen Jahrgang? 17, oder? Moment, lass mich schauen. 17, ja. 17, ja. Es ist halt noch super jung. Das ist ja quasi der aktuelle Jahrgang. Also wäre es toll, wenn der in der Karaffe daherkommt. Also wenn ich Sommeliers oder Kunden habe am Nachmittag oder am Abend, dann dekantiere ich den in der Früh. Okay. Und lasse ihn auch wirklich stehen. Und eigentlich top ist er dann am nächsten Tag. Oft fülle ich den Rest wieder in die Flasche zurück mit einem Trichter, tue ihn Kork drauf und stelle sie in den Kühlschrank. Und eigentlich ist er nächsten Tag besser.
Okay, gut zu wissen. Ja. Gilt aber für viele unserer Weine, die sind mit sehr viel Luft gemacht. Die brauchen auch wirklich Luft. Unsere Weine sind eben so schonend wie möglich. Eben wir arbeiten komplett mit natürlichen Gefälle. Unsere Weine werden nur einmal gepumpt, werden die von der letzten Etage vom Keller raufgepumpt, filtriert und gefüllt werden in einem Durchgang. Mhm. Und die werden sonst nur mit der Schwerkraft bewegt. Weil wir tun auch in den Wein nichts hinein, außer Schwefel. Wenn was in den Export geht, weiter weg, dann vielleicht noch Bentonit. Ihr wisst schon, das stabilisiert das thermolabile Eiweiß, dass der Wein nicht trüb in Amerika ankommt. Aber auch das ist eine Natursubstanz. Also wir nehmen Abstand von allen möglichen Enzymen, Schönungen, die man da verwenden kann. Diese Mittelchen, die man im Lagerhaus kauft, weil halt jeder Eingriff nimmt dem Wein etwas. Und ich glaube am Ende, und da ist mein Mann wirklich, der hat das meisterhaft innerlicht, mein Mann ist ja eher ein Weinbegleiter, der finifiziert intuitiv. Ich bin ja viel technischer an meine Weine rangegangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Manfred ist der größere Weinmacher, deshalb macht auch er bei uns den Keller. Mhm. Weil er da so ein Urvertrauen hat. Also, weißt du, wenn etwas über Monate gärt, dann musst du mal cool bleiben. Ich bin da gar nicht cool, ja. Weil das stresst mich viel zu sehr. Aber er begleitet den Wein über Monate hindurch und nach dem Winter, wenn es jetzt eben zu der Zeit, wir haben immer noch Fässer, die sind nicht durchgegoren. Mhm. Und wo ich schon sage, komm, jetzt lass uns das machen, den müssen wir irgendwie durchbringen durch die Gärung. Und sagt er, jetzt beruhig dich, es wird warm. Heuer war es sehr lang nicht warm. Wir haben ja im März noch Schnee gehabt. Mhm. Und heute ist wieder ein lauer Tag, haben wir die Kellertüren sperrangelweit offen, die Wärme kommt in die Keller. Und er ist mit dem Gottvertrauen gesegnet, dass er meint, die werden jetzt eben davon selber beginnen. Ja. Sehr gut, ja, das musste schon die Nerven haben, da muss schon gemacht sein dafür, das glaube ich. Ja, genau, und er hat aber meistens recht, das ist ja das Coole, ne, also. Oder er verbirgt es mir, wenn mal was schief geht, das kann auch möglich sein. Ja, oft will man ja auch nicht immer alles wissen, oder? Wenn sich da jemand anders drum kümmert, ist ja auch mal schön, wenn dann sich nicht um alles im Kopf machen muss. Ja, ich habe die drei Weine vor mir. Also das augenscheinlichste im wahrsten Wortsinn ist einfach schon mal der Farbverlauf. Also der Ried Grüner Veltliner hat die zarteste Farbe und die Black Edition, die hat dann schon wirklich ein sehr intensives Zitronengelb. Aber du hast es gerade schon angesprochen, die Klärung oder Schönung, die nicht vorhandene mehr oder weniger, die Weine wirken trotzdem brillant klar. Also ich hätte jetzt rein optisch, würde ich da jetzt noch gar nicht auf so eine schonende Behandlung tippen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, die werden ganz normal geschönt, wie man bei uns sagt. Okay. Aber es ist einwandfrei klar. Die Black Edition ganz rechts, die ist auch unfiltriert. Also die ist zum Beispiel unfiltriert in die Flasche gekommen. Ah ja. Ja, ich habe hier leider, ich sitze hier in meinem Weinkeller heute ausnahmsweise. Ich habe hier relativ schlechte Lichtverhältnisse. Ich muss das nachher nochmal beim Tageslicht anschauen, dann sieht man es vielleicht besser. Der ist total glasklar, also keine Sorge, das wird über drei Etagen im Keller gezogen. Da ist kein Sediment oder keine Schlieren, das ist schon klar. Mhm. Ja, mir ging es auch mehr jetzt um die Farbschattierung, weil ich habe hier ein gelbes Licht fast, deswegen ich habe jetzt hier schon mit dem Handy hingeleuchtet, aber da war es da schon auffällig, dass die Black Edition ein sehr satter Farbton ist oder hat, zumindest für grüne Veltliner Weine. Was kannst du uns denn über das Ried Hermann Schachern noch sagen zum grünen Veltliner? Ja, also Hermann Schachern ist eine meiner Lieblingslagen. Es ist halt in der Pronunciation für Amerikaner immer der absolute Genickbruch, weil Hermann Schachern ist in Deutsch schon irgendwie eine Challenge und wir exportieren ja ziemlich viel davon. Aber Gott sei Dank spricht der Wein anscheinend für sich. Und es ist nämlich, dort hat vor 800, 900 Jahren der Weinbau in Bolsdorf begonnen. Mhm. Auf dem Hügel. Also das ist eine wunderschöne Südlage, einer unserer steileren Hänge. Wenn man da oben steht und in den Süden blickt, kann man wirklich über Wien hinweg die kleinen Karpaten sehen. Super. Also allein optisch ist das wirklich ein Schmuckkästchen.
Und man sieht auch, was das Weinviertel so ausmacht, diese sanften Hügel, wenn man da oben steht. Also wenn jemand von den Hörern auf Instagram ist, bitte folgt uns einfach. Ich poste immer wieder mal sehr, sehr schöne Fotos von diesen Weingarten. Und prinzipiell sieht man da recht viel, wie wir arbeiten. Und ja, ihr werdet ja sehen, ich poste ja auch eure Flaschen und eure Bilder ja auch noch in meinem Instagram-Channel und da ja. Ist euch höre dann natürlich das Einfachste. Die Maren wird dann natürlich markiert und dann könnt ihr dann auf einfache und bequeme Art und Weise auch dann direkt folgen. Und aber das wirklich Besondere ist halt, dass das das Korallenriff vom Urmeer war und das ist ganz, ganz... Weißt du, Veltliner ist ja eher so pfeffrig von der Struktur, das trifft aber bei unseren Veltlinern eher auf weißen Pfeffer. Also man darf sich das jetzt nicht so tief schwarzen Pfeffer vorstellen, sondern eher in die elegante weiße Pfefferrichtung. Und Hermann Schachern ist für mich so die perfekte Kombination aus Salz und Pfeffer. Weil er hat eben dieses Salzige vom Muschelkalkboden und von der Rebsorte diesen weißen Pfeffer. Und wir ernten ihn bewusst, das ist ja eine exponierte Südlage, das heißt, die Reife könnte in die hohe Auslesereife raufgehen. Mhm. Wir holen die Trauben bewusst zwischen Kabinett und Quetlese, weil wir nicht möchten, dass der Alkohol und der Extrakt über die Mineralität so drüber fahren. Mhm. Also er macht in dem Bereich, macht uns deutlich mehr Spaß. Und er ist bei uns jetzt nicht der teuerste Wein, sondern es liegt so im Mittelfeld, ist aber für mich ein großartiger Einzelladen. Sag mir noch mal ganz kurz, was ist die empfohlene Trinktemperatur für den Wein? Boah, ich bin ja mit Zahlen schlecht. Also warte mal, ich muss mal schauen, wie das bei uns eingestellt ist. 12 Grad, wobei 12 Grad. Das ist mir immer zu kalt eigentlich. Aber für Weißwein dann schon eher auf der wärmeren Seite. Das ist das, was ich jetzt eben auch vermutet hätte. Ja. Okay. Ja, also... Von der Nase her, du hast es eigentlich schon perfekt beschrieben. Für mich ist es in der Nase jetzt zunächst mal ein eleganter, ein bisschen zurückhaltender Wein. Das ist das, was du vielleicht meintest, dass sie durchaus Luft brauchen, um sich zu entfalten. Deswegen bin ich jetzt auch auf ein Stück weit ein bisschen erhöhte Trinktemperatur gekommen. Aber wenn man den ein bisschen schwenkt die ganze Zeit, ein bisschen Temperatur gibt, dann zeigen sich einfach die Noten, wie es das du gerade super beschrieben hast. Ich hätte jetzt auch von einer Würzigkeit gesprochen, also eine Pfeffrigkeit wird es aber immer mehr, je mehr ich den Wein schwenke. Und das ist einfach schön eingerahmt durch so eine Flintigkeit. Nasser Stein kommt da auch ein bisschen mit durch. Das ist eben diese mineralische Komponente, die du gerade erwähnt hast. Also der Wein wirkt auf jeden Fall schon sehr komplex in der Nase und trotzdem schwingt da noch so eine gewisse Fruchtigkeit aus dritte Komponente mit drin und das macht ihn einfach sehr, sehr schön und sehr typisch, wenn gleich jetzt für ein grüner Veltliner schon ein sehr eleganter Vertreter ist. Ne? Das ist auf jeden Fall... Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, all unsere Weine, und das höre ich im Ausland ganz stark, in Österreich ist halt, es gibt so viele verschiedene Stile, grüner Veltliner. Und unsere ganze Handschrift ist, egal ob vom kleinsten Wein bis zur Black Edition, das hat man gestern erst wieder ein Gastro-Profi bestätigt, das ist uns so wichtig, dass das eine Handschrift ist. Und es ist sicher, unsere Weine bestechen durch Feinheit und durch Eleganz. Die sind eher frankophil vielleicht ein bisschen angeordnet. Die sind keine Geruchsbomben, die aus dem Glas springen, hast du gerade gesagt. Sie sind Geschmacksweine, die sich minutenlang am Gaumen halten und die da all ihre Facetten abspielen. Wenn so laute Weine in der Nase sind, das ist halt schon oft mit Reinzuchthefe gemacht. Das hat aber den großen Nachteil, finde ich persönlich, dass es dann immer ein bisschen eindimensional daherkommt. Ja. Das spielt dann keine Facetten mehr ab. Und davon sind wir halt komplett weg und schauen, dass wir, ja, das feinste Ergebnis in der also das ist halt so ein bisschen, wenn man es pauschalisieren möchte, oft so ein neues Weltthema, dass die Weine halt sehr ausladend, vordergründig sind, die fast schon aus dem Glas rausspringen. Dann gibt es dir vielleicht noch im Mund nochmal eins drauf, aber es ist insgesamt eine sehr kurze Veranstaltung. Hier ist es genau das Gegenteil. Der Wein ist im Mund
viel geschmacksintensiver, wie er jetzt vielleicht in der Nase im ersten Moment wirken möchte. Aber was mich jetzt bei dem Wein einfach sehr fasziniert hat, ist diese Säure. Es ist eine sehr, sehr gut integrierte Säure, die weder spitz noch sonst irgendwas ist. Es ist mehr so eine fruchtige Säure, würde ich sagen, die mich jetzt vielleicht ein bisschen an Pampelmuse oder Grapefruit so vom Geschmack erinnert, aber einfach eine sehr schön integrierte Säure, die dem Wein aber trotzdem eine gewisse Spritzigkeit, Leichtigkeit verleiht. Also eine sehr, sehr, wie soll man sagen, eine sehr harmonische Säure, aber trotzdem eine sehr präsente. So würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Yeah. Du Florian, was ist eine Pampelmuse? Grapefruit, aber nicht diese pinke, sondern eher sowas so mit dem weißen Fleisch, die nicht ganz so säurebetont ist. Also ich habe einfach so eine gewisse Zitrusaromatik habe ich damit drin. Es ist aber keine Zitrone, auch keine Limette, die wäre viel herber, sondern diese Grapefruit-Richtung ist es, aber eben nicht, wo es einem da die Zehennägel aufdreht wegen der Säure, sondern das ist mehr so ein geschmackliches Ding. Ja. Dann kostet doch gleich mal die alte Rebe daneben. Ja, mache ich. Grüner Veltliner alte Reben, das ist jetzt Jahrgang 2019, ne? Ich spick noch mal hinten drauf. Ja, genau. Gut. Weil 20 ist noch im Fass. Und da wirst du jetzt gleich den großen Unterschied merken. Hier hat man in der Nase schon einen viel tieferen Charakter. Und du wirst auch am Gaumen merken, das ist zu 70% im Holzfass vergoren. Hat natürlich eine ganz andere Weichheit in dem Fall jetzt. Hat aber trotzdem eine sehr schöne Säure, eine schöne Frische. Das ist uns auch bis zur Black Edition extrem wichtig, weil wir haben, ich war ja in der Weinbauschule eben vor ewigen Zeiten und da habe ich so einen Kremser Weinbaulehrer gehabt und der sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wein haltbar zu machen, viel Alkohol oder viel Restzucker, was natürlich beides, ein Schwachsinn ist heute. Und warum haltet Rot, oder warum glauben alle, dass Rotwein so viel länger hält als Weißwein? Ja, weil viel Gerbstoff und viel Säure drin ist. Und das sind genau die zwei Parameter, die wir auch bei der Weißweinmacherei einsetzen, nämlich Maischestandzeit für die Säure, für den Gerbstoff und die Säure auch, um den Wein haltbar zu machen. Und das ist sozusagen das Rückgrat, die Wirbelsäule jedes Weins, ja? Ja, also ich bin sprachlos, das ist schlecht im Podcast, aber der alte Rebe, der flasht mich gerade total. Also zum einen ist es in der Nase, das Holzfass riecht mal sehr schön, also es kommt sehr gut zur Geltung, es ist aber sehr hochwertig, auch nicht aufdringlich, es ist einfach präsent, ohne jetzt überbordend zu sein, dem Wein jetzt platt zu machen. Man hat schon noch die Fruchtaromatik auch drin, die Mineralität zeigt sich dennoch. Und ich habe mir jetzt gerade schon probiert, während du noch gesprochen hast, Marion. Also einfach extrem geiler Scheiß. Also ich kann das jetzt gar nicht anders formulieren, weil ich das auch so liebe, diese perfekten Holzsatzeinsatz. Also ich habe nichts gegen fruchtige Weine, aber dieser Sauerstoffkontakt, diese zusätzliche Komplexität durch ein vorzügliches Holz, genau in der richtigen Dosierung, das ist einfach das, was in meinen Augen ein Wein nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf setzt. Und hier ist es einfach ein Einsatz vom Holz, der wirklich vorzüglich ist. Man hat hier so leicht nussige Noten, mich erinnert es ein bisschen von der Holzart her an die Haselnuss. Ich war jetzt da auch gleich im südlichen Burgund. Also es hat für mich schon eine eindeutige Burgunder-Handschrift in der ganzen Erscheinung. Und das finde ich halt total spannend, dass es halt auch mit grüner Veltliner funktioniert. Wir haben einen Direktimport aus Bordeaux und Burgund mit den Holzfässern, weil Frankreich einfach deutlich privilegierter ist. Also die beste Ware bei den Korken und bei den Fässern ist leider in Frankreich zu kriegen. Deshalb beziehen wir all diese Dinge und auch zum Beispiel die Hefen für unseren Sekt und so weiter. Das beziehen wir alles aus Frankreich, weil da einfach die Einserqualität da ist. Ja. Also der Wein hat im Vergleich viel mehr Schmelz, er hat auch mehr Grip für mich, also man merkt auch die Gerbstoffe oder die Struktur des Weines, das Gerüst, wie du es beschrieben hast, auch auf der Zunge. Er
ich weiß jetzt nicht, Belag klingt schlecht, aber man merkt im Mund, dass da auf jeden Fall ein gewisser Extrakt in dem Wein drin ist und der hat noch eine viel größere Länge, aber was wir wirklich, das müsst ihr einfach selber probieren, ist einfach diese Harmonie, diese Geschliffenheit der Komponenten durch den Holzfasseinsatz, das ist einfach wirklich großes Kino, also anders kann man es gar nicht sagen. Ja, und der Wein hat halt jetzt schon ein bisschen eine Reife, also wir merken einfach ganz deutlich, unsere Weine brauchen Zeit, das sind keine Kurzstreckenläufer, das sind keine Blender, die brauchen Zeit und Raum, um sich zu entfalten und halten auch, die machen wirklich Spaß, also wir haben ein paar Gastronomen, in München gibt es so einen Verrückten, das Bröding, der Gottfried legt das wirklich, also die lagen 3, 4, 5, 6 Jahre in den Keller und schenkt die dann, also der legt sich da wirklich eine halbe Palette weg von so einer Lage und bringt die dann glasweise in der Weinbegleitung. Mhm. Und manchmal kriege ich dann ganz entzückende WhatsApp mitten in der Nacht, wo er schreibt, und jetzt haben sie 2016 Riesling Alterreben glasweise zu dem und dem Wein. Und das macht halt wirklich Freude, weil oft hat man das Gefühl, die meisten werden halt in der Jugend getrunken, wenn sie ihre wahre Größe noch nicht erreicht haben. Ja, ja, genau. Und das sind halt schon Weine, die können, also wenn die am Punkt sind, dann singen sie einfach. Du siehst eh, das hat jetzt nur ein Jahr Flaschenreife und zeigt seine Ansätze. Aber das kann schon richtig singen. Und die alte Rebe, das Veltliner, das ist immer der letzte Weingarten, den wir holen. Das ist die Riede Steinberg. Wie der Name schon sagt, eben diese Ablagerungen der Urdonau mit ganz viel steinigem Boden, sehr warmer Boden. Und damit man Wein ins Holz legen kann, muss auch die Substanz stimmen. Ja? Mhm. Also der Hermann Schachern, da würde wenig von seiner Stilistik überbleiben, zum Beispiel, wenn man den so behandeln würde wie die alte Rebe. Aber bei der alten Rebe ist es einfach möglich, weil da arbeitet man halt das ganze Jahr auch darauf hin, dass das am Ende dann. Ja, also der Wein ist extrem lang. Was ich auch schön finde, ist im Abgang, man hat die ganze Komplexität mit viel Druck am Gaumen, aber was einfach echt spannend ist, ist, dass es von der geschliffenen Säure schön eingebunden wird, ja, die ganz zart spürbar, aber doch präsent noch am Rand vom Mund sitzt und das dem einfach einen sehr schönen, frischen, eleganten Rahmen noch gibt. Also wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann es gar nicht anders sagen. Er hat einen riesen Trinkfluss. Ich meine, ich habe jetzt hier 11:15, aber ich spucke das jetzt überhaupt gar nicht mehr aus. Ich habe da jetzt so Lust drauf auf den Wein. Quasi. Also da wäre es echt eine Schande fast, den nicht die Gurgel runterlaufen zu lassen. Also ich bin hellauf begeistert. Anders kann ich es gar nicht sagen. Wirklich toller Wein. Sag doch noch mal ganz kurz, warum ihr auch, obwohl ihr ja jetzt Weine macht, die, wie du gerade gesagt hast, Langstreckenläufer sind, wieso habt ihr euch dann trotzdem für einen Schraubverschluss entschieden? Weil ich am liebsten alles im Drehverschluss füllen würde, weil es einfach die Korkquote, also die Korkfehler komplett ausschließt. Mhm. Also ich sehe jetzt keine signifikanten Unterschiede in der Lagerung von ob ich jetzt Kork oder Drehverschluss habe. Also okay. Ich würde am liebsten alles mit. Wann habt ihr dann Schraubverschlüsse genommen, die auch, weil das habe ich jetzt vor kurzem in einem Interview, was ich noch nicht veröffentlicht habe, gelernt, dass es eben auch beim Schraubverschluss verschiedene Membranen gibt, Dichtungen gibt, die zum Teil eben auch noch Sauerstoffaustausch zulassen, wie man es jetzt vom Kork her kennt. Oder habt ihr da, sag ich mal, ist das einfach vielleicht auch ein Ergebnis von dem biodynamischen Wirtschaften, dass die Weine einfach auch im ganz anders reifen, besser reifen, auch ohne Sauerstoffkontakt, wie man es jetzt vielleicht von industrieller erzeugten Weinen her kennt? Also da gibt es ja 1000 Studien, Florian, wie auch der Gas- und Sauerstoffaustausch durch den Kork ist. Und nämlich, die einen sagen gar nicht und die anderen sagen also ich kann da nur sagen, wir füllen beides, allerdings nicht aus irgendeinem ideologischen Grund oder aus einer groben Überzeugung heraus, habe ich euch ja gesagt, ich werde euch die komplette Wahrheit hier sagen, wir füllen es aus einem marketingtechnischen Grund in zwei verschiedenen Varianten. Ganz einfach, weil wir merken, dass die Weingutslinie von einer anderen Kundenschicht gekauft wird wie die Black Edition.
Und die Kunden, die eine Black Edition kaufen und 40 Euro für eine Flasche Wein ausgeben, die erwarten sich einen Naturkork. Ja. Das heißt aber nicht, dass dieser Wein besser ist im Sinne von, der kriegt die höherwertigere Verpackung. Er bekommt die teurere Verpackung. Das heißt aber nicht, dass das am Ende besser ist. Am Ende hat die Black Edition mehr Risiko, einen Korkfehler zu haben, logisch, weil die anderen haben. Schließen wir das von vornherein aus, weil das kein Naturkork ist. Und was wir halt schon merken, die Weine sind vielleicht ein bisschen reduktiver mit Drehverschluss, aber wenn man ihnen die Luft gibt im Glas, dann ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wir gönnen uns halt dann doch immer wieder mal eine Flasche Wein, die dann auch 100 Euro oder auch mehr kostet. Und wenn das korkt, dann tut das schon richtig weh. Ja. Ja. Dann tut es zweimal weh, ja, schon beim Kaufen und dann nochmal, wenn man es wegschütten muss. Ja, weil oder noch schlimmer ist es, und das als Produzentensicht, noch schlimmer ist es ja, wenn der Wein korkt hat und das fällt nicht auf. Und die Leute glauben dann einfach, okay, der Wein zeigt aber nichts. Dabei hat er einen versteckten Kork und ist komplett introvertiert und ist am Gaumen vielleicht noch bitter. Also, weißt du, mir ist so viel passiert in den letzten, also ich beschäftige mich jetzt doch 25 Jahre intensiv mit Wein. Und da ist mir einfach schon so viel passiert und ich höre so viel in den Restaurants und rede halt auch viel und lese viel zu dem Thema. Wir haben uns da jetzt einfach so entschieden, weil das von unterschiedlichen Kunden schicht. Habt ihr noch Flaschen zurückgelegt von den verschiedenen Jahrgängen mit verschiedenen Verschlüssen, um das ein bisschen mitzutracken? Macht ihr, ne? Natürlich, natürlich. Ja. Und erst vor 2 Jahren, als wir unser 10-Jahres-Fest gefeiert haben, haben wir eine große Vertikale gemacht. Das hat der Master of Wine, die Anne Grebil, die auch für den Wine Enthusiast schreibt, moderiert. Und der Simon Schubert, der tolle Sommelier, und Willi Schlögl aus der Bar Freundschaft in Berlin. Und da hat man ganz deutlich gesehen, dass die Weine im Drehverschluss wunderbar. Gut, dann kommen wir jetzt zum Highlight, zur Flexischen. Ja. Ich war munter am Schwenken hier. Erzähl uns vielleicht nochmal, wie ihr auf den Namen Black Edition gekommen seid. Und ihr verschickt es ja auch so sehr ansehnlich in so einem schwarzen Sackerl. Also macht auf jeden Fall optisch schon mal eine Menge her, finde ich. Die Chances Robinson sieht das anders. Echt? Ja, gut. Ja, also ich meine, sie ist ja, wenn man ehrlich ist, über jeden Zweifel erhaben, aber natürlich kann man sich auch über ihre Meinungen oder Äußerungen die Gedanken machen und für sich dann entscheiden, ob man das dem folgt oder nicht. Was hat sie denn gesagt zu der? Ja, sie findet die Verpackung scheiße. Okay. Und also ziemlich so hat sie es geschrieben. Okay. Down with the bodybuilder bottles war die Headline. Okay. Und, ja, stimmt schon, die CO2-Bilanz von einer schwereren Flasche ist sicher nicht so gut wie die von einer leichten. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das aus 100% Recycling-Glas gemacht ist und ganz wenig davon in den Export geht. Und in Österreich haben wir eine wirklich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, wird wahrscheinlich auch so sein, wir haben ja die ARA abzuliefern, die Entsorgungssteuer, die wir sehr hoch bezahlen bei solch schweren Flaschen. Aber ja, die Black Edition heißt deshalb Black Edition, weil wir sie immer als, also der schwarze Wein umgangssprachlich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso ist, ist in Österreich der unter der Hand verkauft wird. Ja? Also verkauft. Und wir haben immer vom schwarzen Wein gesprochen, intern, das war so ein bisschen ein Code, die Black Edition, für die Fässer, die am Anfang, wie wir begonnen haben, 2007, 2006, wussten wir ja nicht, ob das jemals in den Verkauf kommt, weil das waren alle unsere Experimente. Und am Anfang, man kann ja erst nach 2-3 Jahren sagen, ob sich das im Keller gut entwickelt und ob das dann gefüllt wird. Und über diese 2-3 Jahre hinweg vom ersten Jahrgang haben wir halt intern immer von der Black Edition gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, also das sind so Experimente wie komplett auf der Maische vergoren bei Weißwein. Teil hat 48 Stunden Maischestandzeit, wurde 12 Monate Batonnage gerührt. Komplett ohne Schwefel. Ein Teil ist ganz traubengepresst und sponti vergoren, um das Säurelevel zu heben. Also das sind lauter so unterschiedliche Macharten, die dann am Ende
die zu einer Black Edition zusammenkommen. Mhm. Aber wir wussten eben nicht, ob das jemals rauskommt. Und intern haben wir dann aber gesehen, okay, wow, diese Fässer entwickeln sich überdurchschnittlich gut. Mhm. Wir können das bringen, allerdings nicht unter der normalen Linie, weil es geht ja, wie gesagt, bei den grauen Etiketten um den Geschmack des Bodens und um die Rebsortentypizität. Deshalb war schnell klar, damit das der Endkonsument auch versteht, muss das auch anders ausschauen. Mhm. Und ist auch halt auch ganz anders aufwendig, weil wenn man 2-3 Jahre mit etwas täglich zu tun hat, dann kann das natürlich nicht das Gleiche kosten, wie wenn ein Wein ein halbes Jahr im Keller betreut wird. Und somit haben wir dann die Black Edition kreiert. Und wie wir es halt uns genannt haben, da habe ich dann relativ schnell ein Bild im Kopf gehabt. Also ich bin auch ein sehr visueller Typ. Und ja, dann bin ich zur Druckerei gegangen und habe gesagt, wie man das vorstellt. Und dann haben wir schwarz auf schwarz. Das hat die Chances auch bekrittelt, dass man es nicht gescheit lesen kann. Ja. aber man braucht ja die Flasche nur umdrehen. Hinten ist es sehr, sehr gut lesbar. Ja. Und ein schwarzes Blindverkostungsackerl haben wir deshalb dazu gegeben aus Baumwolle. Das wird in Europa übrigens genäht, in Italien. Mhm. Wobei jetzt im Zuge der Corona-Krise ist herausgekommen, dass die chinesischen Leiharbeiter in Italien sitzen. Also hätte ich es irgendwie anscheinend eh gleich in China. Ja, okay, dann ja, gut, aber ich sag mal, was so ein schwarzes Etikett angeht, ich du weiß nicht, was du für eine Musik hörst, aber bei sowas denke ich natürlich immer an das Metallica-Album. Metallica, das war auch schwarz in schwarz, mehr oder weniger. Das war einer der besten Alben von Ihnen, ne? Es ist doch absolut zeitlos elegant. Ich meine, greif das mal an, schau es dir mal an. Ich wäre mit den Flaschen in Pension gehen können und ich wäre sie immer noch steil finden. Ja. Also, ja, weißt du, das Design funktioniert für mich seit 2006 und ich finde es immer noch genauso sexy wie am ersten Tag. Absolut. Und ich werde es jetzt auch nicht ändern, weil es die Chances Robinson nicht bleibt. Um Gottes Willen, ja. Wo sie schmeckt los. Wenden wir uns dem Inhalt zu. Also eins vorweg, der Wein, du hast es schon gesagt, man muss ihn dekantieren und ich kann das auch nur bestätigen. Der ist in der Nase trotz Schwenken und ein bisschen in der Hand halten, ist er noch verschlossen ein bisschen. Ich werde das auch auf jeden Fall nochmal nachreichen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, die Folge zu produzieren. Ich werde den Wein dann die nächsten Tage nochmal, ich habe ihn jetzt mit einem Coravin gerechnet, quasi in ein großes, bauchiges Glas. Ach so, mit Coravin hast du es aufgemacht, mit dieser Nadel, was man dazu. Ja, genau. Ja. Ja, da hat er gar keine Luft. Da hat er keine Luft, aber ich habe extra, ich habe mir ja wie gesagt schon vor der Aufnahme aufgemacht und in ein großes Glas, das hat ihm aber nicht gereicht, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal nachholen mit der entsprechenden Karaffierung und dann werde ich das nochmal nach unserem Gespräch in die Folge einbauen, wie der Wein dann nochmal anders gewirkt hat, wenn er entsprechend Luft hat. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ich habe ihn auch schon probiert, er ist auf jeden Fall nochmal konzentrierter, fokussierter und komplexer. Es ist einfach schon nochmal eine Kategorie, ich will nicht sagen über der alten Reben, es ist einfach nochmal eine ganz andere Stilistik, aber man merkt einfach, der Wein hat eine ganz andere Konzentration nochmal und auch viel, einen sehr großen Aromendruck einfach. Ja, und es ist halt jetzt eigentlich noch sehr jung, 2017, das muss man schon sagen, aber das sind wirklich Weine für die Ewigkeit und wenn man jetzt große Burgunderproben hernimmt, da kann man schon mal so einen Pirat reinhauen, weil das ist von der Struktur und das ist uns aber auch wichtig, selbst auch wenn es Black Edition ist und auch wenn da neues Holz dabei ist, das muss immer saftig sein, das muss immer elegant sein und ich hoffe, dass du auch die vibrierende Säure spürst und dass dir die auch Spaß macht und Lust macht auf den nächsten Schluck. Absolut, also das war bei der alten Rebe jetzt schon so und hier ist es definitiv noch mal so, die Einarbeitung der Säure ist hier noch mal auf einem anderen Niveau. Die ist präsent, aber die ist so feingliedrig, die ist so, ich muss da noch mal in mich gehen, ich kann es jetzt gar nicht richtig in Worte fassen, weil es einfach so, der Wein ist so aus einem Stück gegossen. So anders kann ich es gar nicht jetzt im Augenblick in Worte fassen. Es ist so aus einem Stück gegossen, so alles integriert zu einem Block, dass es für sich als Ganzes einfach ein faszinierendes Kunstwerk ist. Das kann man jetzt gar nicht so, vielleicht braucht er auch noch mehr, dass man es mal noch mehr analysieren kann.
Aber das ist einfach wirklich ein Wein aus einem Stück gegossen quasi und da passt einfach alles zusammen. Und ich merke es auch im Mund, der hat noch mehr Extrakt, noch mehr Grip, die Länge, die ist noch mal ausgeprägter gegenüber der alten Rebe. Ein wirkliches Kunstwerk, anders kann man es nicht sagen. Danke, das ist sehr lieb. Ja. Aber ich, um dem Wein gerecht zu werden, versprochen, ich werde den karaffieren und da nochmal eine Verkostung, Notiz oder Besprechung dann nochmal nachreichen, liebe Hörer. Das, glaube ich, ist mir dem Wein auf jeden Fall schuldig. Probier das doch mit allen Weinen über ein paar Tage hinweg. Also ja. Ich merke das gerade bei den Weingutsweinen, bei den Lagen. Wenn man wieder zudreht, den Drehverschluss, bildet sich hier oben so eine kleine Kohlensäureschicht, die schützt den Wein auch im Kühlschrank. Und probier ihn über 2, 3, 4, 5, 6 Tage, also bis zu einer Woche, sollte überhaupt kein Problem sein in der Kühlung. Also ob die alten Reben so lange durchhalten, kann ich dir noch nicht versprechen. vermutlich nicht. Aber bei den Hermannsschachern, da werde ich es auf jeden Fall so halten. Und wie gesagt, für die Black Edition werde ich auf jeden Fall dann nochmal die Karaffe bemühen und dem Wein dann die Luft geben, die er dann zum Aufblühen auch tatsächlich braucht. Wir haben noch einen Weißwein vor uns, Marion. Ja. Es war eine meiner Lieblingsrebsorten, um ehrlich zu sein. Weißer okay. Burgunder. Ja. Ich stehe da total drauf. Ich finde, aus der ganzen Burgunderfamilie, ich meine, Chardonnay ist auch eine Sache, die über jeden Zweifel erhaben ist, aber von den ganzen Geschwistern ist Weißburgunder für mich auf jeden Fall aus der Burgunderfamilie die großartigste weiße Rebsorte. Ja. Ihr habt es gesagt, zumindest bei euch jetzt werden die Burgunder-Rebsorten immer wichtiger, oder? So, wir haben relativ viel, also wir haben ja auch Burgunder in allen Varianten, sowohl Chardonnay als auch Weißburgunder, aber auch Pinot Noir und St. Laurent, also auch bei den Roten. Und wir haben vermutlich die älteste St. Laurent-Anlage bei uns in der Region, die ist 70 Jahre alt. Mhm. Das ist für, also Rotwein im Weinviertel hat noch nicht so viel Tradition in Österreich, aber es gab es schon immer. Und das sind halt Rebsorten, die sehr gepflegt werden wollen, also wenn jetzt jemand nicht viel Zeit und Geld in die Handarbeit investiert, dann wird er sicher nie einen St. Laurent pflanzen. Ja. Der ist noch viel härter als Pinot Noir. Und man sagt ja schon über Pinot, dass es eine kleine Diva ist. Ja. Aber St. Laurent ist die echte, die Prinzessin. Schlimmer geht immer, oder? Schlimmer ist St. Laurent hoffentlich nicht. Aber St. Laurent, selbst wenn man ganz brave Laubarbeit macht, bist du beim Erntezeitpunkt sehr eingeschränkt. In dem Moment, wo die physiologische Reife erreicht ist, beginnt innen schon die Fäulnis. Also du musst so tough sein mit dem Lesezeitpunkt und auch mit der Pflege. Und die Burgunder haben, so jetzt der Weißburgunder, den du jetzt, glaube ich, gerade im Glas hast, oder? Ja. Ist auch über 50 Jahre alt schon, die Rebstöcke. Ein wunderschöner Weingarten in der Riebe, Alte Geringen. Das finde ich sehr schön, der Name ist abgeleitet von den Trauben, die, also der Natur, die Trauben abringen. Mhm. Und ist ein Weingarten, der von einem ganz kalkigen Löss geprägt ist. Dort haben wir viele Burgunder stehen, weil der Boden so geeignet ist dafür. Also auch Chardonnay, unser Sparkling, unser Sekt kommt daher, Chardonnay. Mhm. Und wir lieben die Burgundersorten einfach in allen Facetten. Ja. Also im Glas. Blasses Zitronengelb wieder, auch natürlich ganz klar, gar keine Frage. Und in der Nase ist es eine schöne Mischung. Zum einen aus der, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger typischen Burgundernote, aber auch der Wein wirkt angenehm, zurückhaltend, elegant. Aber er zeigt in der Nase auch schon eine ausgeprägte Komplexität. Und er hat jetzt, was ich einfach sehr schön finde am Weißburgunder, was meiner Meinung nach sein großer Vorteil ist, er hat schon diese Melonenaromen, diese etwas saftigeren Geschichten, ohne jetzt einfach zu breit zu wirken, wie ich es halt ganz häufig schon beim Grauburgunder vor allem erlebt habe, dass es dann oft so eine verschmierte Aromatik ist, so was Breites, wo es auch oft an Säure mangelt. Und hier hat man einfach schon so ein bisschen die melonige Geschichte, diese typische Burgundernase, aber eben auch schön eingerahmt wieder durch eine ausgeprägte Mineralität, die sich schon in der Nase zeigt.
Ja, ist ausschließlich im Holzfass vergoren, dieser Wein. Mhm. Also ausschließlich in Doppelbarriques, halt gebrauchtes Holz. Und Burgunder sehen wir einfach, brauchen sehr viel Zeit auf der Feinhefe, mhm, um all ihre Aromafacetten zu entfalten. Mhm. Und der wird es immer im Herbst des Folgejahres, also quasi ein Jahr später, auf die Flasche gefüllt. Also mhm, bei 20 ist es noch lang im Fass und im Moment trinkst du gerade 19. Ja, also die Säure, das ist das, was ich einfach am Weißburgunder liebe. Die ist da, die ist prägnant, die ist frisch, die ist spritzig, ohne zu spitz zu wirken. Die macht den Wein einfach sehr trinkfreudig, mit sehr elegant, nicht breit, ganz fokussiert. Schöner, langer Abgang auf jeden Fall, eingerahmt durch die schöne Frucht. Und was ich schon feststelle, ist, der Holzausbau zeigt sich jetzt nicht durch Holzfassaromen. Das würde mich jetzt auch überraschen bei gebrauchten 500-Liter-Fässern. Sondern es ist einfach der leichte Schliff, der durch den Sauerstoff in Kontakt kommt. Aber diese Cremigkeit, Schmalzigkeit, die der Wein hat, das ist, glaube ich, dann das, was die Batonnage oder der Hefekontakt zumindest auszeichnet, was ihm dann nochmal so eine schöne Konsistenz einfach verleiht. Genau. Ich muss sagen, wir waren früher bei den Burgundern deutlich reifer unterwegs, also in der Aromatik. Und wir sind da vom Erntezeitpunkt einfach ein bisschen früher geworden, weil wir gemerkt haben, sonst wird er eine Spur langweilig. Ne? Ja, also ich würde jetzt hier nicht von einer grünen Aromatik sprechen, also nicht, das hat jetzt überhaupt nichts. Aber die Säure, die geht schnell verloren beim Weißburgunder, die Säure. Da muss man wirklich aufpassen, dass das noch pfiffig daherkommt und dass das eben eine schöne vibrierende Säure hat, ja, und nicht eine, weil dann wird der Wein, und das haben wir einfach gesehen, das hat dann vielleicht nur ein halbes Volumensprozent mehr, aber durch weniger Säure schmeckt der Wein einfach ganz anders. Ne? Ja, nee, also da ist das perfekt ausgeglichen. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass es jetzt nicht diese klassische Netz- oder Honigmelone-Aromatik hat von diesen sehr reifen Geschichten. Das hat es jetzt gar nicht. Es ist einfach, wie du gerade selber schon gesagt hast, eher auf der frühen Seite vielleicht, was sich einfach durch eine sehr vitale Säure widerspiegelt. Aber trotzdem hat man die klassische Burgundernote, ohne jetzt einfach zu breit zu sein, und man hat halt eine elegante Stilistik, die trotzdem sehr viel Trinkfluss verspricht und auch Trinkfreude bereitet. Also auch einfach ein sehr gut gemachter, eleganter, frischer Weißburgunder. Ganz toll. Danke. Dann kommen wir zu dem Rotwein, und zwar, ja, ich würde jetzt schon fast sagen, eine österreichische Spezialität, wenngleich wir haben es ja gerade schon anklingen lassen, St. Laurent, was wenige wissen, gehört auch zur Burgunderfamilie, aber ich denke schon, abseits von Österreich steht er nirgendwo so im Mittelpunkt wie jetzt bei euch in der Alpenregion. Wobei ich auch sagen muss, es gibt sehr, sehr wenig St. Laurent in Österreich, und das sind absolute Fanatiker, die sich dem St. Laurent widmen, weil er eben so schwer zu keltern ist. Ja, aber ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf. St. Laurent ist aber ein Kreuzungspartner auch gewesen vom Zweigeld, oder? Ja. Ja, genau. Also man sieht da trotzdem auch schon daran, dass quasi St. Laurent in Österreich schon eine gewisse Bedeutung hat, weil er einfach als Kreuzungspartner herangezogen worden ist. Aber ich denke mal schon, man kann schon mit Recht und Fug behaupten, dass der St. Laurent in Österreich schon eine neue Heimat im Prinzip gefunden hat, oder? Ja, er kommt aus Österreich. Nicht eine neue Heimat, er kommt aus Österreich. Er kommt sogar aus Österreich, ja. Okay. Ich habe es irgendwann mal vor ein paar Wochen nachgelesen. Und was steht da? Wo steht da? Ich glaube, es hieß, es ist nicht ganz klar, woher er kommt. Okay. Aber vermutet wird entweder Burgund oder Österreich, glaube ich, ja. Okay. Aber weiß man in Österreich mehr über seine Herkunft? Weil, ich sage mal, weil er als Burgundersorte gilt, stand wahrscheinlich Frankreich irgendwie in Verdacht. Aber oder ist die tatsächlich in Österreich gekreuzt worden? Du, ich schaue jetzt gerade mal, um da jetzt nichts Falsches zu behaupten. St. Laurent, die rote Rebsorte stammt wahrscheinlich aus Österreich.
Es gibt rund 40 Synonyme. Gut. Ja, Wahnsinn. Bla, 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 bla. Der Johann Philipp Bronner hatte 1792, brachte sie aus Frankreich im 19. Jahrhundert. Hm. Ferdinand Regner. Es handelt sich um, also das mit dem Zweigelt lassen wir gleich einmal weg, weil es handelt sich nämlich eh um einen Nachfolger der Pinos. Mhm. Und ja, ich muss immer sagen, mit sowas bin ich ganz schlecht. Das habe ich mir schon in der Weinbergschule nicht gemerkt. Aber ja, gehört der Familie. Ja gut, das ist reines Faktenwissen. Das könnt ihr, liebe Hörer, ja auch mit Hilfe der Links in den Shownotes einfach nochmal selber recherchieren und nachschlagen im Internet. Das sind so Sachen, die in Zeiten von Wikipedia auch sich keiner mehr merken muss. Dafür gibt es einfach überall Wissen nachzulesen heutzutage. Lass uns auf den Wein kommen, Marion. Also ich finde, ja, verströmt schon in meinem Kapuff hier einen sehr angenehmen Duft. Die Farbe, würde ich sagen, ist ein klassisches Rubinrot mit schönen Reflexen, auch sehr transparent der Wein. Der Kern ist auch nicht allzu dicht. Also typisch Burgunder, würde ich jetzt sagen. Hat einen relativ schmalen, wässrigen Rand. Das ist aber eben auch 2017, hast du gesagt. Ja. Und die Nase ist einfach wirklich betörend. Ich kann es auch hier leider wieder nicht ohne Übertreibung, komme ich hier nicht aus. Aber es hat was von Kirschen für mich. Es hat eine würzige Note. Es hat auch, was ist es denn? Ist es ein Stück weit Nelke? Was hast du denn für Aromen da gefunden? Du, also für mich ist St. Laurent immer wahnsinnig würzig. Ja. Das Nelke, ja, das ist jetzt, denke ich, jetzt eher an Weihnachten, aber das, ich muss sagen, St. Laurent hat für mich, weil Pinot ist ja sehr, sehr fein, ne? Mhm. Das ist ganz hell in der Farbe, da ist St. Laurent doch deutlich dünkler. Bei uns, wir vergären ja die Rotweine ganz klassisch in einen offenen Maischebottich, wird dann zweimal am Tag per Hand untergestoßen. Wir haben einen Teil vergären wir mit Stielen, also mit Stängeln, mit dem Kamm sozusagen, um auch eine gewisse Härte im Tannin reinzubringen. Mhm. Und was halt auch für die Lagerung wichtig ist. St. Laurent hat eine kräftigere Tanninstruktur, wie Pinot Noir hat, ist deutlich dünkler in der Farbe und ist ein bisschen intensiver waldig. Also geht für mich eher in diese tiefwürzige, waldige Komplexität. Da bin ich bei Pinot einfach bei helleren Beeren. Mhm. Ja. Und hat auch manchmal so rote Rübenangänge, ja, finde ich, was Vegetales. Absolut. Ja, ich bin auch noch am Reinschmecken so ein bisschen. Also Waldboden kann ich gut nachvollziehen. Wird vielleicht auch noch ein bisschen intensiver, wenn er noch ein bisschen gereifter ist. Es hat also rote Beete, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht so Hagebutte ein Stück weit, aber die Würzigkeit ist das, was ihn schon auszeichnet. Na, ich habe auch, du hast gesagt Weihnachten, ja, ich finde das jetzt, Nelke, ja, ist schon so ein Weihnachtsgewürz, keine Frage. Ich habe aber auch gerade am Anfang umgeschwenkt, kam noch so ein Hauch Marzipan dazu, so ein bisschen was Nussiges hat er. Also auch auf jeden Fall komplex, ja. Und die Tannine, da müsst ihr natürlich schon genau dann drauf gucken, dass das ja die perfekte Reife ist, oder? Wenn man da mit Kamm und Stängel noch arbeitet. Ja, klar. Eben, deswegen ist es so schwierig, dass man die Balance findet zwischen gesunden Trauben, aber schon reif und noch keine Fäulnis. quasi unmöglich bei St. Laurent. Das heißt, wir ernten den zum Großteil mit der Familie, weil man muss jede... Zuerst schneidet man quasi den Stiel durch, dann hat man die Traube in der Hand, dann schneidet man die Traube durch, schaut in die Mitte hinein, weil die Fäulnis beginnt immer von innen nach außen, putzt die faulen Beeren aus der Mitte heraus und selektioniert perfekt. Also nachdem ja Rotwein immer auf der Maische vergoren wird, muss das perfekte selektioniert sein, um da auch wirklich keine Fehlaromatik reinzukriegen. Also die Tannine sind spürbar, die erzeugen einen gewissen Grip, gar keine Frage, ein schönes Gerüst für den Wein, aber sie sind sehr feinkörnig, sehr geschliffen, also da ist nichts astringierend oder zupackend oder was Straffes, glaube ich, da jetzt in der Form nicht. Es ist einfach eine schöne Struktur, ein schönes Gerüst, was dem Wein da verliehen wird, was sehr angenehm und harmonisch auftritt und einfach eine gewisse
Stoffigkeit dem Wein verleiht, zusätzlich zu der schönen Fruchtigkeit und Würzigkeit, die der Wein mitbringt. Der Faktor Zeit spielt natürlich da auch wieder eine große Rolle. Also aktueller Jahrgang ist jetzt 2017, weil er einfach 3 Jahre Zeit hatte und Ruhe im Keller seinem Höhepunkt entgegenzureifen. Und das ist halt etwas, da muss man gerade bei uns, weil wir so nordöstlich sind und weil wir auch diese Säurestruktur auch beim Rotwein haben, brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit. Ja, also der Wein ist sehr geschmacksintensiv, ohne dabei jetzt zu barock rüberzukommen. Also ich finde, er hat auch eher einen leichten Körper, aber gepaart mit einer ziemlichen Geschmacksintensität, was ich sehr positiv finde. Und die Länge ist einfach toll, aber es ist jetzt kein Vorschlaghammer. Ne? Es ist einfach, er hat einen Druck, er hat eine Intensität, ohne jetzt zu grobschlächtig daherzukommen. Ganz und gar nicht. Es ist ein sehr eleganter Wein, der aber auch als Essensbegleiter sehr viel Freude macht, weil er einfach schon mit ein bisschen deftigeren Speisen ganz gut mithalten kann, würde ich sagen. Ja, also ist ja angeblich der zweitbeste St. Laurent Österreichs. Also bei Wine Enthusiast hat er ja 96 Punkte bekommen. Oder 95 und der Gewinner 96, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der Peppi Umadum auf jeden Fall aus dem Burgenland hat einen Punkt mehr als wir. Und es sind auch hervorragende St. Laurent. Gibt übrigens auch den Johanneshof Rheinisch noch in der Thermenregion. Kann ich auch empfehlen, die sich St. Laurent widmen. Ja, es gibt so eine Handvoll wahnsinniger Winzer, die sich mit St. Laurent beschäftigen. Aber ich finde, es ist einfach immer also all unsere Weine bestechen durch Eleganz und auch der St. Laurent. Definitiv, ja. Und eine sehr schöne Länge, die ohne an Komplexität einbüßt. Also manchmal hat man es ja so, dass der Wein dann nur vom Holz getragen ist am Abgang. Aber hier hast du alle Komponenten auch für die ganze Dauer eigentlich. Also auch ein sehr, sehr, sehr guter Wein, den ich mir sehr gut als Essensbegleiter vorstellen kann. Hervorragend zu Wildgeflügel. Also alles, egal ob es Ente oder Gans oder Fasan, also Wildgeflügel, Rotkraut, herrlich. Ja, da gehe ich schon wieder Hunger, aber es ist auch bald Zeit, Mittag zu essen. Ja, ich koche heute. Was kochst du? Ich bin nicht der ganz große Kocher. Das führt auch immer wieder mal zu Diskussionen zu Hause. Ich bin eigentlich mehr der Esser. Aber okay. Ich weiß es gar nicht, was wir uns heute machen. Ich muss gleich mal gucken. Aber haben wir noch irgendwas vergessen, Marion, was du zum Abschluss vielleicht noch ergänzen möchtest zu deinen Weinen oder zu deinem Weingut? Puh, gute Frage. Ich würde einfach sagen, wenn die Hörer noch Fragen haben, sollen sie mir einfach schreiben, oder? Ja. Oder dir. So können wir es auf diesen Fall machen. Dann machen wir einen zweiten Podcast, wo wir dann alle Fragen beantworten. Ja, genau, super. Ich habe noch ein paar österreichische Folgen im Petto, liebe Hörer. Zum einen wird das nach dem Interview jetzt mit der Marion, werdet ihr noch die Verkostung aus der Wachau zu Ohren bekommen. Dann gibt's noch ein Gespräch mit dem Gerhard Retter. Da freue ich mich auch schon drauf, mit zwei Winzern aus der Südsteiermark und aus der eben angesprochenen Thermenregion. Und dann lasst euch noch mal überraschen, was es noch aus Österreich zu vermelden gibt. Ich möchte mir jetzt fast selber auf die Schulter klopfen, dass ich Österreich so einen großen Raum in meinem Podcast einräume. Aber ich muss sagen, ich bin einfach ein Österreich-Fan und es ist einfach an der Zeit gewesen, euch österreichischen Winzern die entsprechende Plattform zu bieten, um auch, weil meine Hörer zum überwiegenden Teil einfach aus Deutschland sind, auch die Produkte mal ein bisschen näher zu bringen. Und man kommt meiner Meinung nach an Österreich und an dir, lieber Marion, wenn man jetzt von Waldviertel spricht, vom Weinviertel, Entschuldigung, gar nicht dran. Da gibt es nur Bäume im Waldviertel. Da gibt es nur Bäume, ja. Genau, und bei euch gibt es auf jeden Fall sehr, sehr leckeren Wein, den ich ans Herz legen kann. Wie gesagt, die Weine findet ihr verlinkt auf meiner Seite. Ihr könnt auch auf Instagram die Weine euch anschauen unter Marion folgen und nehmt die Einladung einfach an, meldet euch bei ihr, wenn ihr Fragen zu den Weinen habt oder am besten bestellt ihr sie auch dann direkt bei der Marion.
Dann bleibt mir nur zu sagen, Marion, vielen Dank für deine Zeit in erster Linie und die großzügige Spende deiner sehr, sehr leckeren Weine. Und dann freue ich mich. Ups, jetzt hast du doch lecker gesagt. Ach, siehste. Unbelehrbar, ihr Deutschen. Unfassbar. Ich komme mal zu dir zu einem Sprachkurs. Wollen wir uns da verabreden? Genau, das wäre das Beste, glaube ich. Gell? Meine Lieben, auch vielen Dank. Darf mich auch nochmal für eure Zeit bedanken. Ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde geplaudert. Und bei all dem erzähle, Florian, du machst das ganz toll, du lernst deinen Hörern wahnsinnig viel. Ich möchte nur am Ende noch sagen, bei all dem Gerede, was wir jetzt euch erzählt haben, verlasst euch bitte auf euren Geschmack, lasst euch nie verunsichern, lasst auch nie zu, dass das irgendein Sommelier im Restaurant macht. Seid immer ganz ehrlich und sagt euch selbst und den anderen, was euch schmeckt und was nicht, weil richtig oder falsch gibt es beim Wein. Genau, so ist es. Ja, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Das ist auch einer meiner Anliegen, den Kunden mehr Selbstvertrauen für ihren Geschmack einzuräumen und sich nicht blenden lassen von der manchmal etwas weltfremden Weinsprache, die man hier und da aus den Expertenmund oft hört. Definitiv. Genau. Ja, alles Liebe, Mahlzeit. Ich mache jetzt einen grünen Spargel mit Ziegenkäse und wer eine Flasche Hermannschachern auf. Siehst du, Spargel gibt es bei uns heute auch, deswegen passt es auch bei mir perfekt. Fällt mir gerade ein an der Stelle. Wunderbar, Florian. Ich danke dir vielmals. Bis bald. Ciao, servus. Ciao, baba. So, das war's schon wieder mit dem schmackhaften, um nicht zu sagen leckeren Interview mit Marion Ebner-Ebenauer. Ich freue mich schon sehr auf meinen Bildungsurlaub in Österreich, um dort des österreichisch-deutschen mächtig zu werden. Und jetzt, wie versprochen, im Anschluss in drei Etappen die Verkostung ihres grünen Veltliners aus der Blackline. Dieser Wein ist einfach so großartig, so elegant, so konzentriert, dass er sehr davon profitiert, wie ihr gleich sehen werdet, wenn man diesen Wein auch für mehrere Stunden in den Dekanter gibt. So, die erste Verkostung findet gleich unmittelbar nach dem Dekantieren statt. Das heißt, der Wein, der hat dich ja zunächst mal mit der Zapfanlage Coravar verkostet und da war er ja sehr verschlossen und Maron hat uns ja auch erklärt, der Wein muss belüftet, dekantiert, karaffiert werden für mehrere Stunden, um sich einfach aufzumachen. Ja, der Wein ist jetzt im Dekanter seit ein paar Minuten, das heißt, der erste Sauerstoffkontakt hat schon stattgefunden und jetzt mache ich einfach mal die erste Verkostung. Ja, in der Nase immer noch sehr zurückhaltend, hat sich aber jetzt nach meiner Erinnerung zumindest schon ein bisschen geöffnet. Schwenkt man mal das Glas. Ja, jetzt kommt die Frucht schon deutlich besser raus. Ich habe hier schon eine herbe Zitrusaromatik. Erinnert mich ein bisschen an Limette. Ich bin jetzt aber auch wieder bei der weißen Grapefruit. Sehr reife Früchte, noch was Exotisches ist noch mit drin. Eine schöne Mineralität nach wie vor. Kommt sehr elegant rüber, sehr frisch, sehr knackig. Säure riecht man ja nicht, aber es ist insgesamt schon ein sehr knackiges Aroma in der Nase. Dann probiere ich ihn mal. Ja, auch hier sehr elegant, sehr fokussierte Säure. Nicht zu spitz, aber durchaus prägnant und knackig. Leichte Holzaromen zeichnen sich ab am Gaumen, gepaart mit einer schönen gelben Frucht. Überhaupt nichts Grasiges, wie es ja manchmal beim grünen Veltliner der Fall ist, sondern eine sehr präzise, knackige Säure, eingerahmt von einer gelben Frucht. Auch wieder hier ein bisschen Exotik mit dabei, eine Zitrusfrucht. Ich bleibe bei der Pampelmuse, bei der Grapefruit. Bisschen gelbe Melone ist noch drin. Hm.
vielleicht ein bisschen Stachelbeer noch. Hat man dann doch eine grüne Aromatik noch. Und das Ganze schön eingefasst durch die Holzfassaromen. Der Abgang ist sehr lang schon von der Säure getragen, aber nicht über, ja, dominiert oder ausschließlich durch die Säure, sondern er rahmt einfach den Wein schön ein und gibt dem Wein die nötige Länge. Dann schauen wir, wie es in 2 Stunden ausschaut mit dem Wein. Panther, der übrigens im Kühlschrank steht, weil ich es ja auch richtig temperiert haben möchte. Und ich wärme den Wein jetzt aber mit der Hand auch noch ein bisschen an, weil der Kühlschrank ein bisschen zu kalt ist. Und generell mein Eindruck ist, dass ja Holzfass ausgebaute Weine, leicht oxidativ ausgebaute Weine, große Weine durchaus ein bisschen wärmer getrunken werden dürfen. Deswegen ist die Kühlschranktemperatur ein bisschen zu kalt und ich versuche jetzt die kleine Menge in meinem Glas so Richtung 12 Grad vielleicht zu kriegen. So, dann riechen wir nochmal rein. Ja, hier in der Nase zeigt sich jetzt das Holz auf jeden Fall deutlicher wie anfangs. Es erinnert auf jeden Fall für mich jetzt eindeutig Richtung Burgund, was ja normalerweise dann in den meisten Fällen Chardonnay ist. Ich habe hier nämlich von diesen Gewürztraminer-Noten, also das grünliche, pfeffrige manchmal vielleicht, relativ wenig in der Nase. Es dominiert auf jeden Fall, kann man so nicht sagen. Also es ist schon ausgewogen zwischen Holz und Frucht. Und die Frucht geht jetzt für mich mehr so ins Gelbliche mit einer frischen Zitrusaromatik. Da bin ich jetzt vielleicht bei der Zitrone oder Limette. Und die Holzaromen haben auch so eine leicht nussige Note, vielleicht grüne Walnüsse oder Haselnüsse. Deswegen komme ich vielleicht auch auf die Burgundernote. Auf jeden Fall wirkt der Wein jetzt sehr rund und hat sich auf jeden Fall gut geöffnet und zeigt jetzt auch mehr Aromatik in der Nase. Das ist das, was uns ja Marion quasi versprochen hat. Dann probieren wir nochmal. Ja, was dem Wein auf jeden Fall gut tut, ist ein bisschen wärmer getrunken zu werden. Das verträgt er sehr gut. Ja, und im Gaumen, ja, auch die Säurestruktur erinnert mich schon ein bisschen an südliche Burgund. Aber auf Gewürztraminer wäre ich jetzt in der Blindverkostung ehrlich gesagt nicht gekommen. Sehr gut eingebundene Säure, sehr frisch, sehr elegant, ohne jetzt aufdringlich zu sein. Tolle Frucht, schön eingerahmt durch das Holz. Ein sehr eleganter Wein mit schön kontinuierlichem Druck, ohne vordergründig zu sein, ausgewogen. Die Länge ist sehr angenehm und ist jetzt im Abgang auf jeden Fall auch komplexer wie anfangs. Also da vibriert es richtig, das geht so hin und her zwischen Frucht, Holz, Säure. Das wabert so ein bisschen hin und her und zeigt nochmal auch im Abgang die ganze Komplexität. Also wirklich ein sehr großer Wein, der einfach zu jung ist. Und das Experiment geht jetzt noch weiter. Ich warte jetzt nochmal 3 Stunden, dann war der Wein 6 Stunden in der Karaffe und ich glaube, dann muss er einfach dran glauben. So, jetzt kommt der 3. und letzte Teil der kontinuierlichen Verkostung des grünen Veltliners Black Label. Und dann Körter der Katz. Ich trinke ihn dann einfach, egal wie gut er schmeckt. Aber ich bin schon ganz sicher, dass er jetzt sehr gut belüftet und gereift ist und sich geöffnet hat. Ja, mittlerweile sind 7 Stunden vergangen, seit ich den Wein dekantiert habe. Ich habe ihn wieder ein bisschen aufgewärmt, damit er wieder nicht ganz so kühlschrankkalt bei mir im Glas ist. Und bin jetzt sehr gespannt, wie der Wein sich jetzt im Dekanter in der Karaffe entwickelt hat.
zunächst wieder die Nase. Ihr wisst ja vielleicht aus meinen Online-Weinkursen, dass ich zunächst immer ungeschwenkt reinrieche und dann geschwenkt. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Aromakomponenten oder Aromaverbindungen unterschiedlich leicht flüchtig sind. Und im ungeschwenkten Glas hat man dann quasi eine Konzentration der leicht flüchtigen Komponenten und kann die somit einfach besser isolierter wahrnehmen. Und durch das Schwenken haben schließlich dann auch die schwerflüchtigen Verbindungen die Möglichkeit, die Flüssigkeit zu verlassen. Und damit stellen sich dann auch ganz andere Geschmäcker oder Aromen ein. Und damit mit dieser Technik in Anführungszeichen kann man den Wein in seiner ganzen Komplexität auch leichter erfassen. So, jetzt ungeschwenkt. Ja, auch wieder anders wie die letzten Stunden. Ich würde sagen, das Holz ist wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir haben jetzt hier eine schöne, reife Frucht und das Holz ist nur noch flankierend dabei. Vorher im zweiten Run hat man es ja ein bisschen prägnanter. Jetzt haben wir hier was Gelbfruchtiges, was jetzt schon an Steinobst erinnert, aber auch an eine Honigmelone vielleicht. Vielleicht Pfirsiche auch ein bisschen. Die Zitrusaromatik ist etwas im Hintergrund. Sehr spannend. Ich schwenke nochmal ordentlich und schaue, was er dann nochmal veranstaltet im Glas. Ja, also es bleibt dabei, es ist ein eleganter, in der Nase zurückhaltender Wein, aber er zeigt jetzt sich schon deutlich komplexer und auch nicht ganz so vorderfruchtig, wie es jetzt vielleicht frisch aus der Flasche war. Wenn man ein bisschen reinriecht, kommt wieder die Limette und Grapefruit ein bisschen raus. Ja, vielleicht ein bisschen Stachelbeer hat man. Ja, also vom Aromaspektrum her nicht verschoben, nur die Gewichte haben sich ein bisschen verschoben. Ja, in dem Mund ist der Wein jetzt einfach herrlich rund ausgewogen. Ja, geschliffen, ausbalanciert, harmonisch, keine Ecken und Kanten mehr. Trotzdem eine gewisse, also das ist trotzdem trotz seiner zurückhaltenden Eleganz, hat er doch einen gewissen Aromendruck, der auch für einen langen Abgang sorgt. Die einzelnen Komponenten sind einfach ausgezeichnet, die gut aufeinander abgestimmt sind und einfach ein harmonisches Ganzes ergeben. Kräftige Frucht mit einem herben Anteil, keine Spur von Pfeffrigkeit, ein gelbfruchtiges Bouquet mit durchaus ja, frischen, knackigen Stachelbeeraromen vielleicht. Flankiert durch eine dezente, aber die Komplexität erhöhende Holzaromatik. Erinnert ein bisschen, bleibe ich dabei, an südliche Burgund. Sprich, wir haben hier so eine nussige Note. Grüne Walnüsse, hatte ich schon gesagt, oder Haselnuss. Das rahmt die Frucht einfach schön ein. Und last but not least, die Säure ist jetzt einfach ein vibrierender Boden, die sich nicht mehr so im Vordergrund stellt, was den Wein einfach zusätzlich abgerundet macht, ohne dass es jetzt fader wird. Das möchte ich damit jetzt gar nicht sagen. Aber die Säure ist jetzt einfach noch mehr integriert. Und jetzt, nach sage und schreibe 7 Stunden im Dekanter, ist der Wein jetzt wie aus einem Guss eine monolithische Erscheinung mit vielen Facetten, die aber über die ganze Länge des Geschmackes in Harmonie bleiben. Die Komplexität trägt sich bis zum Ende
und der Wein bleibt schön haften am Gaumen, unterstützt durch das Holz. Man merkt auch eine gewisse Cremigkeit, ein Grip, eine Stoffigkeit auf der Zunge, die für einen hohen Extrakt spricht. Also ich denke, ich hätte in der Blindprobe keine Chance gehabt, den Wein richtig einzuordnen. Aber wie man einfach auch an dem Beispiel sieht, und darum ging es ja auch ein Stück weit, auch aus grüner Veltliner lassen sich absolute Spitzenweine mit einer ausgezeichneten Komplexität und Balance erzeugen, die belüftet werden können und die das nötig haben, die davon sehr stark profitieren. Und das ist einfach ein wahrer Flagship-Wein. Und da bin ich auch noch mal gespannt, wie vielleicht die anderen Weine aus der Black Series zu haben sind oder zu erfahren sind. Das ist wirklich eine Sache, auf die man sich auch ein bisschen einlassen muss, wo ich durchaus sagen würde, es handelt sich hier auch um einen Kamin- oder Philosophenwein, je nachdem, wie man ihn bezeichnen möchte. So, damit sind wir am Ende dieser sehr informativen Sendung und einem weiteren ganz tiefen Einblick in den österreichischen Wein. Ja, wie geht's weiter? Die nächste Sendung wird dann wieder mal eine Sondersendung sein, und zwar am 12. Juni gibt's ein Interview mit Markus Schüssler, dieser oder seines Zeichens einer der ganz wenigen Blogger und Influencer, wenn es um das Thema alkoholfreien Wein oder entalkoholisierten Wein geht. War eine sehr spannende und auch wieder sehr lehrreiche Verkostung. Dort probiere ich dann auch zum ersten Mal alkoholfreien Wein. Also zurzeit jagt eine Premiere hier die nächste. Die nächste reguläre Sendung ist dann wieder dran am 19. Juni, und dort gibt es nochmal ein Interview, und zwar freue ich mich sehr, Gerhard Retter, auch Österreicher, wohnt in München, ihr kennt ihn vielleicht aber auch aus dem TV, wo er als Koch schon den ein oder anderen Juror gegeben hat, wenn ich richtig informiert bin, beispielsweise bei Grill den Hänsler. Und mit Gerhard bespreche ich dann nochmal Österreich im Rundumschlag sozusagen, aber wir haben uns auch noch zwei Winzer eingeladen aus zwei ganz wichtigen Regionen in Österreich. Mehr möchte ich an dieser Stelle aber gar nicht verraten. Also das nächste offizielle Interview am 19.06. mit Gerhard Retter. Wie es dann weitergeht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich gibt's noch mal eine Sondersendung. Und dann kommt nochmal eine reguläre, Seminar-Episode. Eine österreichische Sendung ist ja noch offen von mir, nämlich Österreichs Spitze, wo wir dann zum Abschluss dieses Landes grüner Veltliner und ein Blaufränkisch probieren werden. Ansonsten nochmal der Aufruf an dieser Stelle, werdet Mitglied bei meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Dort sind wir mittlerweile 300 Leute, die auch im mehr oder weniger regen Austausch zueinander stehen, auch immer wieder dort Fragen stellen. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn da noch ein paar mehr Leute dabei wären, weil je größer die Community, desto besser ist das für alle Teilnehmer. Der nächste Clubhouse-Raum, wie gesagt, am 8. Juni um 20.30 Uhr, wie gewohnt dienstags 8:30. Ansonsten meldet euch bei mir mit Hörerfragen, auch Themenvorschläge und vor allem auch Feedback zu dieser Episode. Und auch hier nochmal der Aufruf, die Hörerzahlen steigen. Das freut mich sehr. Ich bin mittlerweile, sage ich mal, gut gesetzt unter den Top 10 bei der Rubrik Essen. Um diesen Stammplatz auch weiterhin verteidigen zu können, freue ich mich sehr über jede Bewertung und Rezension auf iTunes oder Spotify. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allzeit leckere Weine in euren Gläsern und verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.